Herzlich willkommen zu Folge 100 vom Beizal-Podcast. Mein Name ist Jens und ich bin hier mit Einen wunderschönen Tag. Und lasst weitermachen. Moin Moin. Da wird genollt, Leute. 100. Da, herzlichen Glückwunsch an uns drei, würde ich sagen. Ja, herzlichen herzlichen Glückwunsch, Glückwunsch an uns drei. Wir haben es <laughs> geschafft, uns 100 Mal zusammenzusetzen. Ja, Öfter sogar. Öfter sogar, ja. Also wir haben deutlich häufiger eigentlich, aber das ist die. Hundertste also offiziell 100 ist, Folge. Wir sind bei 100 angekommen. Wir, wir sind, es ist ein bisschen über zwei Jahre her, glaube ich, dass wir den ersten Podcast äh, hochgeladen haben. Ich glaube, das war Anfang Juni ähm, 2018 muss es ja. gewesen sein. ZU E3 2018. Ja auf um, jeden. Das ist nice, ne? Haben wir gemacht. <laughs> das ist eine Sache, die wir gemacht haben, die wir gemacht haben, die wir durchgezogen haben und das ist schön. Ja, ja, auf kann jeden Fall. Ich habe zu dem feierlichen Anlass äh, ein, ein kleines Beizeit-Quiz vorbereitet mit äh, ein wenig Trivia, um herauszufinden, wie gut ihr euch eigentlich mit dem Podcast, den wir hier jede Woche so machen, <lacht> auskennt. <lacht> <lacht> Mal gucken, ob wir hier Podcast-Experten krönen können heute. Vielleicht an der einen oder anderen Stelle ja auch ganz interessant für Leute, die hier äh, schon von vornherein zuhören oder äh, schon längere Zeit zuhören. Die eine oder andere Sache. Könnt ihr, könnt ihr bestimmt beantworten. Ich werde einfach äh, mal mit, mit Frage Nummer 1 anfangen. Ich, ich möchte ich. einmal nur den okay. Kontext. Hast du dir alle 100 Folgen angehört und um dann. Ich habe mir nicht alle 100 Folgen die Ich sag mal, ein, ein paar sind sehr allgemeine Folgen, aber die meisten dieser Fragen sind bezogen auf die Anfänge von diesem Podcast. Ja, okay. Mhm. Ähm, aber erstmal erst eine allgemeine Folge. Alle Folgen vom bytesize size podcast Flimmerkiste und E3-Podcast, alle Sachen, die wir bisher hochgeladen haben, zusammengerechnet. Der wievielte Upload ist unsere Folge 100 dann morgen? Du hast ja eben schon gesagt, es ist wesentlich mehr. Ne? Das ich ich gebe geb, geb, geb euch vier Antwortmöglichkeiten. Ich gebe euch bei allen okay. Fragen außer den letzten drei, gebe ich euch vier Antwortmöglichkeiten. Die letzten sind dann so ein paar kleine Bonusdinge. Ähm, Antwort Nummer 1, 154. Antwort Nummer 2, 138. Antwort Nummer 3, 126. Oder Antwort Nummer 4, 142. 142. 154 war das, ne? Das erste? Ja. ja. Da geht der erste Punkt an mich. Es ist, ist tatsächlich die Nummer 142. Ich ja, dachte, ich ja, an, ja, ich wollte mich auch schön an... Ja, ich wollte mich auch genau an diese schönen Fahnenhalter durch die Galaxie... Gebe ich mir ja. jetzt... Ich mach, ich schreibe das mal mit, ne? Und ich würde sagen, wir müssen gleich hier gleichzeitig die Antwort... Ihr <laughs> <Hier, lacht> ja. schreibt das einfach auf und haltet das hoch, würde ich sagen. Ich glaube, das ist... Äh, ja, das ist die okay, einfachste ja. Lösung. Und sagt das dann dabei. Aber machen wir mit äh, Frage Nummer 2 ja, äh, wieder. Warte, 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 warte. Soll ich jetzt noch kurz einen Zettel holen? Ja, alles? mach das mal einmal so okay. schnell. Das ist, glaube ich, ne, macht ein bisschen macht Sinn. Ja, 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 ja. Es ist auf jeden Fall ganz witzig gewesen. Ich habe so durch ein paar von den ersten Podcasts äh, mal so ein bisschen durchgehört. Äh, wie, wie anders und wie gleich eigentlich. Ja, das genau ist. das kann ich mir auch gut vorstellen. Also, ich denke mal, ich meine, du hast ja jetzt reingehört. Rein ist, waren wir am Anfang noch nervöser als jetzt. Nee, also das, den, den Eindruck hatte ich tatsächlich überhaupt gar nicht, dass das in der Hinsicht, also dass das, was das angeht, irgendwie einen großen Unterschied gemacht hat. Ähm, bin ich es war noch alles ein bisschen, es war noch ein bisschen freier, sag ich mal. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden. Bin ich nervöser geworden mit der Zeit. <lacht> <lacht> Durchaus. Durchaus. <lacht> aber auch so im normalen Leben. Ich glaube, das kann man nicht unbedingt auf einen Podcast beziehen. <laughs> Alles gut, wenn ich, wenn ich mein normales Leben hier in den Podcast reintrage, dann, dann bin ich ja ehrlich. Das, bin ich Aber ich würde auch sagen, in, im Jahr 2020 bisher ist so ein leichter Anstieg an Grund, also so Grundnervosität nicht unbedingt <laughs> total unangebracht. Ja, also, ja, auf jeden Fall. Sagen. Also, wenn es bisher ein Jahr gab, in dem man einen Grund hat, nervös wegen Dingen zu sein, würde ich sagen, es ist es dieses. 2020. Ja. Zumindest für unsere Generation, ne? Oh, ich, würd sagen, das ich würde sagen, für alle Generationen ist gerade. Mit, mit keiner Ausnahme gibt es nicht gerade Gründe für Leute nervös zu sein. Es <laughs> ist so, wenn du so vier und drunter bist, dann, dann ist doch okay, glaube ich, weil dann verstehst das du. Das ist richtig, nicht. da macht es wahrscheinlich nicht so einen enorm großen Unterschied oder du realisierst das nicht, aber. Ja, ja, ja. Aber machen wir mit Frage Nummer zwei wieder. Und zwar: Was war Millers erstes Wort im Bite Size-Podcast? Oh! <laughs> war es Moin, Jo? <laughs> Michi ah. oder Jap? <laughs> das ist ganz schwierig. Ich finde alle richtig find gut. Ich würde mir echt ja. fast wünschen, dass es. Ja, ich. Ich, ich, ich halte es gleich hoch. mir bist bereit? Äh, egal, ich mache es. Ich will es, dass die, das ist die richtige Antwort. Ich weiß nicht, ob man es richtig lesen kann, aber ich habe Jap. Michi sagt, die Antwort ist Jap. Und Michi. Miller sagt, die ja. Antwort ist Michi. Wieder geht der Punkt an Michi. Das erste Wort, was Müller im Podcast gesagt hat, ist tatsächlich "Jab" gewesen. <lacht> <Yes>. <lacht> das, zu schön, hätte ich ihn das. Bevor wir begrüßen oder irgendwas, direkt das mal Michi gesagt. <lacht> Michi! <lacht> <lacht> ja. Direkt so zurechtweisen. <laughs> Nicht so rüde, Michi. Was, was hat er wieder getan? <laughs> ich verkeh, Michi, Michi hier ist schon zwei Punkte vorne. Äh, sind, aber, sind aber noch ein paar Fragen übrig. Also keine Angst, äh, Miller, du ja, kannst auf jeden kann Fall noch die, aufhören. Ja. Dann machen wir weiter mit der nächsten Frage. Was waren die letzten Worte der ersten Folge unseres Podcasts und von wem sind sie gekommen? War es Miller, der gesagt hat, bis denn? War es Michi, der gesagt hat und tschüss? Oder war es ich, der gesagt hat, dann hören wir uns nächste Woche wieder? Okay, ja, bin ich ziemlich, ziemlich safe. Hey, jo. Haltet ich, nehme, hoch. Ich, ich nehme Jens. Du sagst, ich habe die letzten Worte gesagt und Miller sagt, bis denn er selber hat die letzten Worte gesagt. Ihr kriegt beide keinen Punkt und tschüss von Michi waren die letzten Worte <laughs> im ersten ersten Folge. Okay, schade. Keine Punkte an der Stelle. Äh, wie so oft habe ich in der allerersten Folge nach eure, am Anfang des Podcasts nach Eurem grundsätzlichen Wohlbefinden gefragt. Womit hat Michi diese Frage beantwortet? In der ersten Folge. In der allerersten Folge. Hat er gesagt, es geht ihm ausgezeichnet, weil gerade E3 ist? Hat er gesagt, es geht ihm schlecht, weil es viel zu warm ist? Hat er gesagt, er weiß es nicht, aber er hasst den Sommer? Oder hat er gar nichts gesagt? In der ersten Folge hat nur Miller auf die Frage geantwortet. Das ist aber interessant. Okay, ich, ich dachte jetzt, das letzte wäre, ich habe alle drei Sachen gesagt. War alle drei <laughs> ja, Sachen also absolut <laughs> wahr sein? Auch gleichzeitig. Ne? Auch gleichzeitig, ausgezeichnet. Es ist zu warm, ich hasse also den Sommer. <laughs> oh, schön. Oh Gott, ja. Oh. Ich schreibe es auf. Ich schreibe den. So? Ja. Ja. Dann haltet es man. hoch. So warm. Ich sage, ich hasse so. den Sommer. Du hast den Sommer. Die richtige Antwort ist, weiß er nicht, er hasst den Sommer. <laughs> <laughs> Ey, das sagt jeden Sommer. <laughs> <laughs> oh, das habe ich diesen Sommer noch gar nicht gesagt. Das will ich gerne noch. Oh, mal du hast, Michi, du hast es schon sehr oft gesagt, das ist die ja, ich, das dass es dir zu warm ist. Ja, dass du mir zu warm mag Ja, gut, aber dass ich den Sommer explizit nicht mache, habe ich das dieses Jahr schon gesagt? Sicherlich, ziemlich sicher. Aber die nächsten Tage sind an der Stelle relativ passend, denn es gibt eine Sache, über die Michi hier im Podcast auf jeden Fall recht regelmäßig redet, und äh, das ist sein Kater nach dem Wochenende, da wir das Ganze immer an den Mund raufnehmen. Wie lange in der ersten Folge unseres Podcasts hat es gedauert, bis Michi das erste Mal von seinem Kater spricht? War es eine Minute und fünf Sekunden? War es 32 Sekunden? Waren es vier Minuten und 18 Sekunden? Oder waren es zwei Minuten und elf Sekunden? wir mal. Eine Minute und fünf, 32 Sekunden, vier Minuten und 18 oder zwei Minuten und elf? Schöner 32er bin ich hier. Eine Minute fünf. Da geht der erste Punkt an Miller. Tatsächlich nach einer Minute. Und du musst ja bedenken: am Anfang läuft noch um mal 30 Sekunden die Intro. -Musik. Ja, genau. Es hat echt, nicht besonders, zwei. Sekunde es Sekunde hat echt zwei. nicht besonders lange gedauert, bis du dich darüber beschwert hast, dass dein Kater dich <laughs> plagt. Also 32 Sekunden wäre krass gewesen. wenn der so. Also, Musik ist Macker, ich habe Macke, hab so einen Kater. <laughs> nicht untypisch. Ich sag mal, wäre nicht untypisch. Eigentlich geht der Podcast hier ja aber äh, über Videospiele. Was war das erste Spiel, in über das wir ge gesprochen haben in, im Byzeus-Podcast? War es God of War? War es Dauntless? War es Overwatch oder war es CSGO? Ja. Doch, ich, ich kann mich noch daran erinnern. Ich muss auch geschrieben. War das nicht so, dass wir praktisch eigentlich am Anfang. In den ersten Podcast einfach nur darüber geschnackt haben, was wir grundsätzlich so feiern und nicht, was wir in letzter letzten Zeit gezockt haben oder so. War das nicht irgendwie so? Ich nehme was jetzt so? was ist die andere? CSGO, sagst du? Ja. Was sagt Miller? Ich, ich, ich weiß es gerade nicht mehr. War, nicht, war die erste Folge nicht schon direkt eine E3-Folge? Nee, die war vor, E3. oh, okay. war, war vor der E3. Das war eine Woche vor der E3. Das meine vielleicht falsch, weil ich habe deswegen God of War. Das erste Spiel, über das wir geredet haben, war Dauntless. Fuck, Daunt, Scheiße, ey. Tatsächlich. Wir das haben alle drei das Spiel gespielt und das war das erste, über das wir geschnackt haben. Witzigerweise, von den vier Titeln haben wir nur über CSGO nicht geredet. Über Overwatch und über God of War haben wir auch gesprochen in, im, im Ach, PC du hast nicht. Spiel. Über den neuen God of War Teil auch, war das das schon? Äh, ja, das hast, hast du zu der Was? Zeit gerade gespielt. Ah, ja, Millionen. Hm. Ja, stimmt. Da war es ja schon längst draußen. Ah. Ähm. Was ist unser erster Upload auf unserem YouTube-Kanal? Es ist Folge Nummer 36, zu frisch. Ist es das angespielt zu Dead Cells? Ist es äh, Beizeit spielt Apex Legends Nummer 1 oder ist es Flimmerkiste IO? Ich bin soweit. Dann halt schon mal hoch. Ich glaube, Mella ist eher am Schreiben. Ja, äh, Flimmerkiste. Ja, haben wir Io, gleich. Sagt ihr beide? Nein, -Size spielt Apex Legends, ist tatsächlich Ach, der das allererste sehr. Upload auf unserem ja, davor wäre noch irgendwas gewesen. Da musste ich. Flimmerkiste I. ist tatsächlich relativ spät erst gewesen. Ja? Ich glaube, es gab irgendwie sieben oder acht Uploads vor dem ersten Film. Ja, Vielleicht ja. denke ich, ich auch, dass der Film so früh kam, weil er so scheiße war. Das wiederum <laughs> ist absolut richtig. <laughs> manch einer mag sagen, es war der zweitschlechteste Film, den wir in dem Jahr geguckt haben. <laughs> war der Ach so, ja, manch einer so hattest du noch, ne? So ist es. Ja. Das nächste äh, ist auch eine ganz interessante Sache, weil ich mir nicht bewusst war, dass wir so früh schon über dieses Spiel geredet haben und äh, es wird ja später auch definitiv im Podcast in den News nochmal ein bisschen thematisiert. Wer von uns dreien hat das erste Mal innerhalb von unserem Podcast das Wort Skate 4 in den Mund genommen? Nur wie drei als Antwortmöglichkeiten, ja. Wer, ne? das, ja, es kann nur einer von uns dreien gewesen sein. Ja, genau. Man muss ja, ne? Lars, man kann es nicht so richtig sehen. Aber... Ach so, ja. Äh, ich habe Michi, weil ich muss ja irgendwie Punkte machen. Und ich glaube. Du muss den... irgendwie Punkte machen, ja. Ähm, an der Stelle muss ich euch beide enttäuschen. Ihr kriegt beide Ach, keine jetzt. Punkte. Ich war tatsächlich der Erste, der das Wort Skate 4 in den Mund genommen hat. Und zwar haben wir in der zweiten Folge das erste Mal unsere gewagten Wetten abgeschlossen. Und äh, eine der gewagten Wetten von mir war, dass Skate 4 gezeigt wird. Ist, äh, äh, steht das jetzt 3-1 gerade für mich? Ja. Es steht ja, ne? gerade 2.1 für dich. Nee, 3. Nee, 3-1, ja. richtig. Nein, nein, 3-1. Ja. 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 Da machen wir weiter mit der nächsten Folge. Über welche Konferenz bei der E3 2018, die ja direkt nachdem wir mit der ganzen Geschichte angefangen hat, ähm, quasi losging, was war die erste Konferenz, über die wir berichtet haben? Was Ubisoft, Microsoft, Sony oder EA? Oh, jetzt finde ich es gerade ganz, ganz, <laughs> ganz toll, darüber nachzudenken, weil wir hatten letztes Jahr ja auch. Ähm, die Pressekonferenz uns angeguckt und dazu spezielle Podcasts gemacht. Und das das zu unterscheiden mit dem ersten Jahr. hattest du jetzt Sony, Ubisoft, Microsoft oder EA, ne? Genau. Ubisoft, Microsoft, Sony oder EA. Oh Gott. Ich denke gerade, ob ich gerade an letztes Jahr <laughs> wie ich EA geschrieben habe. So. Ja, EA. Ja. Da kriegt ihr beide den Punkt, das ist EA gewesen. Ey, es war letztes Jahr auch EA, oder? EA ist eigentlich fast immer am Anfang. Das ja, okay. war die einzige Frage, wo ich mir dachte: Okay, das könntet ihr vielleicht äh, auch gut einfach aus dem, aus dem Kontext. Aus dem FF. Ja. 4-2. Nächste Frage geht um die gewagten Wetten. Und zwar: Was ist die erste gewagte Wette, die überhaupt abgeschlossen wurde? Ist es gewesen, dass ein neues Elder Scrolls angekündigt wird und noch im gleichen Jahr herauskommt? Hm. Ist es, dass es einen Flitzer geben wird? Hm? Ist es, dass Skate 4 mit Tony Hawk rauskommt, oder ist es, dass Tom Holland bei der Sony-Pressekonferenz als Spider-Man <laughs> auf die Bühne kommen wird? Das, das war die erste, die erste gewagte Wette. Das ist die allererste gewagte Wette, die abgeschlossen wurde. Ich meine, wollte die ersten beiden wiederholen. Die Ankündigung von einem neuen Elder Scrolls mit Release im gleichen Jahr oder dass es einen Flitzer geben wird. Skate 4 mit Tony Hawk. Oder Tom Holland bei der Sony Pressekonferenz jetzt Spider-Man auf der Bühne. Ich meine, ich, ich, mein, ich, ich, mein, ich habe angefangen und ich wollte witzig sein, glaube ich. Und ich habe gesagt, es soll einen Flitzer geben. Ey, das und da geht, der, da geht der Punkt an Miller. Es bleibt spannend. Oh, das ja, ist tatsächlich drei. Elder Scrolls gewesen. Aber dir das war genau das, was du, der gesagt hat, hey, Elder Scrolls wird angekündigt, kommt im gleichen Jahr raus, wir sehen alles, das wird wahnsinnig geil. <lacht> <lacht> ich würde oh. sagen, Michi, die Wette, die Wette könntest du im Jahr 2022 abschließen und sie wird immer noch falsch. <lacht> <lacht> oh, scheiße. Uh, die Skate 4-Wette war die erste, die ich abgeschlossen habe und uh, ne, ebenfalls eine Skate-Wette war, war von Miller uh, die erste. Um, und ich glaube, du hattest gesagt, dass es das im gleichen Jahr sogar noch rauskommt. Ja, ich hatte auf jeden Fall ohne Tony Hawk, das weiß ich mhm. noch. Dann äh, eine Sache, wo Miller vielleicht einen ganz kleinen Vorteil hat, aber irgendwo vielleicht auch nicht. Ähm, was ist bis, häufig, bis heute die am häufigsten abgerufene Folge von uns? Ist es Folge Nummer 45? Wie schlutig ist das? <laughs> ist es Folge Nummer 43? Der Burger Talk? Ist es Folge Nummer 62? Colonel Sanders Fuckboy? Oder ist es das Fallout 76 Review? Das ah. Ding ist, Mickey drückt es eigentlich auch noch. Bisher ich jetzt, weiß also. es glaube ich eigentlich auch. Oh Gott. Warte mal, aber jetzt bin ich gerade ja. nicht mehr unsicher mit der aber letzten ja, Antwort. Oh, jetzt hat er schon was anderes geschrieben und jetzt ist er sich unsicher. Hm, was war das Richtige? Ja, okay, gut. Also, um ganz ihn noch ein Leben. bisschen nebenbei zu verwirren. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass man... Also, ja, das jetzt Fallout 76. Ja, es ist, Fallout, <lacht> <richtig>. <lacht> das ist ja, Fallout 76. Und von den regulären Folgen das ist es der Burger Talk. Von den regulären Folgen ist es der Burger Talk. Warum wisst ihr das? Das muss, das muss ich alle nicht Folgen letzten, durchgehen. Letzte Woche die Statistik gezeigt habe, wie man ah, das. Macht. Okay, Vorletzte Woche klar. oder so. Gerade. Genau. Ja, ja. Ja, ja, die Folgen, die ich aufgezählt habe, sind auch die vier häufigsten. Wie schlutig ja. ist das? Und Colonel Sanders Fuckboy sind die nächsten dann. Glaubt ihr, dass es das bei Burger Talk einfach an den Namen liegt? Äh, ganz ehrlich, ich glaube, dass es Alter. bei keinem von den drei mit irgendwas zu tun hat, außer Algorithmen. Okay. Ja, weil ich, ah. Burger Talk hört sich halt so, so, so vage und allgemein an. muss man auch... überlegen, dass es, das geht auch fast nur um Essen. Colonel Sanders Fuckboy Burger Talk. Ja, denk, ja Fuckboy. <laughs> okay. Immer noch einer meiner Lieblingstitel, ne? Colonel Sanders Fuckboy hat irgendwie was. Das ist, ist schon echt. Wir haben ein paar ganz gute Titel, muss ich sagen. Bin ich ja. nicht unzufrieden mit, mit der ja, Titelfrage ja, meistens. Ja, 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 ja. Die nächsten drei Fragen sind Sachen, wo ihr was spezifisch aufschreiben müsst. Um, für äh, nee es sind sogar ein zwei drei vier fünf fünf Fragen müsst ihr jetzt was aufschreiben und zwar meistens eine spezifische Zahl und zwar was war unsere längste reguläre Folge und also wie lange ging unsere längste reguläre Folge wie lange nicht so, welche nicht was. wie lange nicht welche nein nein wie lange, es lange ging alle also Folgen nicht. oder die Standardfolgen also auch äh, nee nee Zeit. unsere von dem vom normalen Podcast letzte Woche ziemlich lang oder vorletzte Woche, ich weiß gar nicht mehr. Letzte oder vorletzte. Also schreibe ich jetzt irgendwie die Stundenzahl und dazu die Minutenzahl, auf, wer nächste dran ist. Genau. Ja. Wir zeigen das erst, wenn die fünf Fragen durch sind? Nee, ich würde sagen, jetzt zeige ich das jetzt erstmal. Okay. Zwei Stunden 48 Minuten. 2,42. Oha, Michi gewinnt? Weil die längste Folge ist Folge Nummer 47. Keiner will mich nackt sehen mit 2 Stunden und 40 Minuten. Oha! Keiner will mich nackt sehen. Der Titel ist auch so geil. <lacht> <lacht> Scheiße, ey. <laughs> oh, hör oh. auf. Achso, ich kriege einen Punkt. Wie war denn das eben? Ach, vor 76 haben wir beide einen Punkt gekriegt. Ähm, bei, bei der Flitzerfrage, also bei, nicht bei der Flitzerfrage, bei hier wird was gesagt. Ja, ich habe einen punkt gekriegt. Hier. 5 müsstest du, du jetzt haben, ne? Du hast bei mir jetzt auch 5 Mini. Nee, ich hab äh, äh, eine Minute 5 habe ich, EA und Elder Scrolls. Ja, das macht Sinn. 5 zu 3 müsste stehen. Ja. Okay. Ja. Dann äh, bleiben wir gleich bei dem Thema. Wieso also, Fallout 76 lag? hattest du auch? Ja. Ja, hat Miller doch auch gesagt. Fallout so. Elder Scrolls. Ach nee, stimmt. 4, 4, ja, Nee, Ich hatte okay. einen, ja. Ja, ne? Dann äh, bleiben wir gleich direkt bei dem Thema. Und zwar, was ist denn, wie lange ging unsere längste Folge insgesamt, wenn man alle Podcasts nimmt? Das ist, das ist die. Das, ja, okay. Soll ich hochzeigen? Ich zeige hoch. Ich mach das. 3,24. 3, 3,24. 3,15. Den Punkt äh, bekommt dann Miller. Das ist, sind unsere Ga Game Awards 2018 gewesen mit drei Stunden und einer Minute. Ah okay. Ich nur ein, ich dachte ein bisschen, es ja. ist auch der es ist auch der einzige, der die drei Stunden Marke damit geknackt ja, hat. Wir okay. waren ein paar mal paar mal so zwei 30 haben wir ein paar in dem Bereich, ähm, aber nur einen über drei Stunden. Dann äh, gehen wir mal in die andere Richtung. Äh, was ist denn unsere kürzeste? Also wie lang war unsere kürzeste reguläre Folge? Das würde ich auch sagen, war erst mal kurz. <laughs> Ich würde sagen. Ah. Das könntet ihr beide ziemlich genau wissen, weil das hast du schon richtig erkannt, Michi. Das ist noch nicht lange her. Ich weiß, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, wie lange es ist. 55 Minuten sagst du? Mhm. Ja, äh, ich hatte 45. Das ist doch... Da geht der Punkt an, an äh, Michi. Das ist Folge Nummer 97, pipi Mechanik mit 59 Minuten. 59, Minuten. ja. Was ist denn unsere kürzeste Folge insgesamt? Also wie, wie lange war die? Insgesamt, du meinst. Ey, von allen ey, ey. Sachen, von all unseren. Auch äh, oh, mit Reviews oh. und so. Mit allem zusammen, was ist unsere, unsere kürzeste Folge gewesen? 28 Minuten sage ich. 37. 37. Der Punkt geht auch an Michi. Es ist die E3 Nintendo Folge gewesen von 2018 mit 26 Minuten. Oha. Gibt es eigentlich doppelte Punkte, wenn man genau trifft? Äh, nein. Es gibt auch noch eine letzte Frage. Und mhm. zwar, äh, Flimmerkiste machen wir jetzt ja auch schon ein kleines bisschen. Nach welcher Episode von unserem regulären Podcast haben wir mit Flimmerkiste angefangen? War IO auch die erste Flimmerkiste Folge? Das kommt, kann gleich ein kleiner Bonuspunkt sein, wenn ihr wisst, worum der erste Flimmerkiste-Podcast ging. Falls jemand äh, da einen Folge extra Punkt ab einheimsen möchte. Ach Gott, ich glaube, das ist vielleicht falsch. Also ich weiß nicht, ob man es lesen kann. Ich habe aber... Warum ging unsere... Ich muss ganz kurz noch überlegen, worum ging unsere erste Flimmerkiste-Folge? Na ja, warten wir, wir erstmal ab. Genau, sonst zähl runter oder so. Machen wir 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Das sind aber nicht die 1. regulären Sekundenzeiten. Nee, die. Die das sind, die, das Io sind Io die Sekunden, die hier zählen. Also, erstmal Nummer 21. Sieben 21 und Ayo. Okay. Weihnachtsspecial. Nein! Weihnachtsspecial. Es ist das Weihnachtsspecial gewesen, ja. Ich muss äh, einmal kurz. Ja. Das ist, das, das, ist, das ist uns auch folter gespannt. Ja, Meine. doch. Ich glaube auch, es ist, es ist auch mehr als sieben. Ich habe es jetzt gerade immer noch nicht richtig im Kopf, aber weil, weißt du, zur Weihnachtszeit haben wir denen das erste Mal gemacht. Das muss viel mehr sein. Das ist fast, also ja. 21. 21 kommt gut das hin. Zu wenig. Also so, weil, du hast recht, wenn wir im Sommer gestartet haben jede Woche Ja. Tag. Krass. Dann sind wir erst auf die Idee gekommen, dass wir das mit Dings machen. Ah, da war, ja. Da war Jens ja auch noch in, 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 in ich wollte sagen, in ja, Israel. Dann. Wollt ihr ja. die Antwort wissen? Ist Das ist Folge <laughs> Nummer 26 gewesen. Für ja, also beide Punkte am Miller. Weil er ist dichter dran und er hat das Weihnachtsspecial. Also, falls das als Punkt gilt. Machen wir so. Das gilt als Punkt. Hatten wir gerade abgemacht, würde ich sagen. Ja. Sieben Punkte. Nicht schlecht, Willy. Nicht schlecht, Willy. Weihnachtsspecial finde ich toll. Ich habe auch sieben jetzt. So. Dann kennt ihr euch beide gleich gut aus mit, äh, mit dem Podcast. Ich würde aber auch nur sagen, sind wir kennen uns nur so mittelmäßig gut aus. Ne? <laughs> wir sind durch, wir sind durch, Michi. Ach, das ist. 5%. Das ist ja auch witzig. Also dann haben wir gleich gleich, Punkt, Punkt, gleich. Und Hälfte der Fragen. Und Hälfte der Fragen. Also das ist so. <laughs> Das ist witzig, aber ich weiß nicht, ob wir uns schämen sollen. Es ist auch ein bisschen Jetzt mal ohne Witz. Ein Großteil davon hätte ich unmöglich. Also, wer, ja. woher soll, Willst du denn wissen, was die letzten Worte oder die ersten Worte im Podcast waren? Ich muss, ich muss sagen, am besten Zeit hat mir gefallen, wie schnell Michi über seinen Kater geredet hat. Das ist <laughs> die, hier, da, kann man, da kann man eine Frage draus machen. Das war das denn in der ersten Folge auch? Oder war in das der allerersten Folge. <laughs> Nein! Du hast im Prinzip hast du gesagt, es geht dir nur, du weißt nicht, wie es dir geht. Du hast den Sommer und dein Kater nervt. Das waren so quasi die <laughs> ersten drei Dinge, die du mehr oder weniger in einem Satz gesagt hast. Willkommen in der Internetpräsenz, Alter. <laughs> Hallo, moin. Hallo, moin. Mir geht's nicht gut. Ich mag das auch nicht. <laughs> nice. Aber sonst muss ich echt sagen: allzu viel hat sich echt nicht verändert. Wir haben auch schon relativ früh angefangen mit irgendwelchen Spielen im Podcast. Das war das erste Spiel, was wir gespielt haben, war dieses Steam, ähm, waren die Steam Reviews, die ich vorgelesen hatte, ohne den Spieltitel zu sagen. Ah, ja. Erraten, was das, das war was auch schön. Was Spiele waren. Es ähm, ist echt mal ganz witzig gewesen, so ein bisschen in die, in die ersten Folgen reinzuhören. Rein zu ich wollte erst noch ein paar Fragen zu äh, den Game of the Year Sachen machen. Ja. Aber da dachte ich mir, ja, okay, nee, lassen wir, lassen wir das mal bleiben. Bevor du ähm, den auch wieder ganz hören musst, so. Nö, ich hätte das nur anhand von den Listen quasi gemacht, die wer welche Spiele wo hatte. Ähm, ja, ich habe noch zwei Dinge von letzter Woche, äh, die habe ich mir notiert, die ich, kurz, äh, die ich einmal kurz abhaken wollte. Und zwar letzte Woche haben wir ja äh, über die Sony-Konferenz geredet und über Deathloop von Bethesda, dem Spiel. Ja. Da hat Miller, du hattest eingeworfen, wie verrückt es doch wäre, wenn das ein äh, quasi Co-op-Spiel wäre. Und du hast damit tatsächlich recht gehabt. Die haben einen Blogpost rausgehauen und es gibt eine Möglichkeit, also der zweite, die Frau, die dort quasi spielt, die kann in Spiele von anderen Leuten eindringen und du kannst dann quasi äh, gegen die Leute spielen. Ist sie da immer ist eine die Sache? Die eindringt also ist es jetzt ja auch ja ja genau sie sie verhindert ähm, also er muss irgendwie auf dieser Insel überleben und alle auf der Insel jagen ihn und sie ist quasi eine die ihn jagt so wie ich das genau finde. also er hat ein ganz anderes Objective als sie das ist nicht so also können mhm. sie genauso nehmen wie ihn sondern sie dringt halt in diese anderen Spiele Sessions ein und versucht das zu unterbinden irgendwie genau man kann das ausschalten aber es ist tatsächlich so dass hat ja fast ein bisschen was von Dark Souls oder so ja, ja so ein bisschen. Dieses so. invaden und stören beim ja. Gegner und so, und keine Ahnung. Okay. Ja, in Doom Eternal ist sowas ja auch jetzt drin gewesen, dass du quasi in das andere Spiel reingehen kannst. Mhm. Äh, und die andere Sache, die äh, Michi, du hast äh, über die, die Kontroverse mit The Last of Us 2 geredet, über die kontroversen Rezen Rezension. Da habe ich mich noch mal noch ein bisschen schlau gemacht. Ja, das Spiel ist kontrovers, aber nicht aus dem wirklich echten. Also nicht aus Gründen, die was mit der Qualität des Spiels wirklich zu tun haben, muss man sagen, sondern primär damit, dass manche Leute ziemliche Nazis sind. Oh. Ähm, <laughs> und das ist der Hauptgrund, warum die zum Beispiel Metacritic der User-Score von The Last of Us so niedrig ist. Äh, ich, ich dachte, der wäre trotzdem hoch. Also, was, was, was ich gehört habe. Der User, der User Score ist bei irgendwie 2 oder 3 oder so und der äh, Critic Score ist bei 9,6. So, aber wieso genau. denn auch Nazis? Passiert da was praktisch? Naja, es geht, da, es geht quasi darum, dass äh, in dem Spiel sind äh, viele Minderheiten repräsentiert, also transsexuelle, schwule, lesbische Charaktere und da sind ein paar von den, sag ich mal, ein bisschen sensibleren Gamern sehr unzufrieden. Aber ich meine, war doch von, von, von ähm, vornherein klar, dass Ellie. Ich ja, mein, okay. Ähm, aber das das, darum ging es mir aber auf jeden Fall nicht. Nee, nee, also weiß ich, aber ich wollte das nochmal äh, das noch aufräumen, dass die an sich das Spiel, ja, es ist kontrovers, aber nicht wirklich in der Qualität des Spiels. Ähm, Gerade das ist nicht das, was gehört und zwar, dass das Gameplay jetzt sich nicht großartig weiterentwickelt hat, aber darüber können wir nicht drüber reden, weil wir das Spiel nicht gespielt haben. Wir haben das Spiel nicht gespielt, nein. Und ich würde auch sagen, dass nur jetzt in Bezug auf The Last of Us 1. Nein, das ist jetzt kein äh, Wow-das-Gameplay-haut-mich-um-Spiel, mhm. aber das Gameplay ist nur ein Mittel für Die Qualität des Spiels liegt in, nicht in dem Gameplay, sondern so in, in, in der in der und... Welt und ja, ja. in der ganzen Art und Weise, wie das alles so ineinander greift. Es ja. ist Mittel zum Zweck, sag ich mal. Ja, wie in einigen anderen Spielen ja auch so, das wie Red Dead oder so. Keine Ahnung, vielleicht auch noch ja, mehr. Ja, wobei ich ehrlich gesagt argumentieren würde, ich finde das Gameplay in Red Dead sehr gut. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Da hatten wir ja auch schon, glaube ich, im Review damals drüber geredet. Ja. Dass äh, Red Dead auch so nicht nur... Aber egal. Das ist ausschweifend, würde ich sagen. Wollen wir mit unseren Spielen weitermachen? Weil ich glaube, wir haben alle drei so ein bisschen das ausgenutzt, dass gerade das Steam Summer Festival ist. Das äh, findet jetzt das erste Mal statt. Und es ist eigentlich eine ganz coole Angelegenheit... Um, sag ich mal, als Orthonormalverbraucher, wie, äh, wie, wie wir es so sind, auch mal tatsächlich Demos von noch nicht veröffentlichten Spielen zu spielen. Weil das ist so ein bisschen der Grundgedanke dahinter, ist, dass äh, Entwickler die Möglichkeit haben, kleine Demos von ihren Spielen hochzuladen und so Leuten Einblicke in Spiele zu gewähren, die vielleicht dieses Jahr, vielleicht nächstes Jahr irgendwann rauskommen. Ja. Und es ist eine Riesenauswahl. Auswahl. Das sind, glaube ich, fast 600 Demos oder so 900. insgesamt. Ich, 900 sind sogar. Ich meine, 900 ähm, habe ich gelesen. Und es ist eine überwältigende Menge an Demos. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn man da so durchguckt, sieht es auch nicht so aus, als da wurde halt, das ist nicht kuriert in irgendeiner Art und Weise, mhm. sondern also das, das ist einfach nur, okay, du willst hier dran teilnehmen, mach, lad dein ja, Spiel hoch. Ja, genau, genau. Ah. Aber ich meine, wodurch wo, wo man das ja eigentlich ganz gut sortieren kann, finde ich, find ich die Funktion ganz klasse, dass sie praktisch. Uh, oben hast du direkt diesen, uh, wie viele Leute sich praktisch gerade einen Stream zu bestimmter ja. Demo angucken. Auf Steam glaube ich auch nur. Ne? Ich glaube, da sind die Twitch-Zahlen auch nicht mit drin oder so, falls es da irgendwelche gibt. Uh, aber dadurch kannst du schon direkt gucken, okay, zum Beispiel Grounded ist die ganze Zeit viel oben und uh, was war denn viel oben, dieses hier. Uh, Ghost Runner war viel oben und keine Ahnung. Also so, so kannst du auf jeden Fall so für dich selber so ein bisschen sortieren, worauf du vielleicht Bock hast und unten ist ja auch noch mal eine sortiere äh, eine, eine extra Kategorie wo die Spiele sortiert sind nach der Menge an Vorbestellungen ja, die können genau. ja auch eine Demo haben. Das war nämlich das, woran ich mich dann letztendlich orientiert hatte. Ich hatte in einem Forum-Thread ähm, so ein paar Spiele schon rausgesucht, die irgendwie ganz cool aussahen. Hab dann auch selber da mal ein bisschen rumgebummelt. Aber du brauchst ja allein eine Dreiviertelstunde, um nur durch die Seiten durchzuklicken, um ja. alle Spiele einmal gesehen zu haben. Allzu viel bringt das Ganze eher ja, wirklich nicht. Aber du hast gerade schon Grounded angesprochen, Michi. Das haben wir beide gespielt. Wollen wir da einmal kurz drüber schnacken? Das ist nämlich das Survival-Game von Obsidian was äh, erstmal ein bisschen merkwürdig klingt, was im Stil von Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft ist. Voll geil. Und äh, ich muss auch sagen, das ist, glaube ich, das erste Mal. Dass mich so, eine, so Survival. Ein, eins von diesen Survival-Games à la Rust oder Ark oder was es da nicht alles no gibt, Sky. so wirklich richtig angefixt hat. No Man's Sky, finde ich, ist nochmal ein bisschen was anderes vom Grundding her. Weil das hier ist ja wirklich ein klassisches Survival-Game. Du bist in der Welt drin, du baust die Häuser. Das ist ja, wird ja wahrscheinlich der zentrale Dreh- und Angelpunkt dieses Spiels sein. Abgesehen davon, dass es wohl eine kleine Story gibt. ja, 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 ja. ja. Die Demo ist ja auch zeitlich beschränkt. Man hat eine halbe Stunde Zeit und es gibt im Endeffekt eine Quest, die man macht in, äh, in dieser halben Stunde. Und wenn man die früher fertig hat, hast du halt noch Zeit, dich da so ein bisschen auszutoben. Hast du sie geschafft, Quest? Ja, ja, ja. Ah, ich habe das nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich habe halt, hab halt nur zweimal praktisch schon eine halbe Stunde gespielt. Wie, hast, wie viel hattest du denn? Hast du das ich zweimal die gespielt? Ich habe es beim ersten Mal geschafft, ähm, aber genau, also ich hatte noch 30 Sekunden oder so übrig und es war dann quasi nachdem so, da kommt so eine Endsequenz und dann war meine Demo vorbei und ich dachte, fuck, warte mal, ist jetzt die Demo vorbei gewesen, weil ich die Quest geschafft habe oder war oder meine Zeit ausgelaufen? Mh. Und ich wusste es nicht mehr und dann habe ich einfach, okay, scheiß drauf, das drauf, es hat mir genug Spaß gemacht, ich gehe jetzt noch mal rein. Und mach einfach so schnell wie möglich die Quest, weil ich wusste dann genau, was ich machen soll. Mhm. Um, und dann habe ich es innerhalb von irgendwie fünf Minuten oder so geschafft. Das geht echt verdammt schnell, wenn man weiß, was man, was man machen muss. Das war halt irgendwie das Problem, weil ich hatte jetzt, also ich habe mich auf die Quest ganz wenig konzentriert, sondern ich wollte einfach nur mhm. raffen, wie es funktioniert. Und ich war hammer fasziniert von der Welt, weil ich finde, das, das ist alles so super cool, dadurch, dass du halt in so einem Vorgarten drin bist. Ich glaube, du sollst da halt irgendwie so eine Maschine zum Laufen bringen oder so. Und dann bist du da halt und dann kommst du halt irgendwie raus und dann äh, erstmal rausfinden, überhaupt, okay, ich muss was essen, ich muss was trinken. Hier laufen ganz viele Krabbelfiecher rum. Ähm, was geht hier ab so? Und, und dann dieses ganze Crafting und so, ist schon. Ich weiß nicht, mich hat es auch derbe gehuckt, muss ich ehrlich sagen. War schon ich muss auch sagen, ich finde erstmal, der Grafikstil ist halt äh, sehr so Comicartig Ja. Und passt das super passt gut. einfach so perfekt zu, diesem, zu, zu dieser Art an Spiel. Es ist halt mega bunt. Du hast so richtig auch das, also die. Man ist, man vom Größenvergleich, ich würde sagen, man ist ungefähr so groß wie eine Ameise, vielleicht ein bisschen größer als man. Ein bisschen Ameise. höher, also ich, aber sie ist halt länger hinten raus. So ne? Genau, und Spinnen sind schon deutlich, die meisten Spinnen, die ich gesehen habe, sind schon deutlich größer als man. Und ich habe auch ein paar Spinnen gesehen, die gigantisch waren. Hast du die Wolfsspinne äh, auch entdeckt dann? Ja, ne? Natürlich. Die was? Die Wolfspinne? Äh, das ja. sind diese standard riesigen Viecher. Also ich glaube, das ja, ist ja schon das Größte, was es gibt, oder? Ich habe zwei Sorten an Spinnen gefunden. Einmal so mittelgroße, die waren, würde ich sagen, auch so ungefähr so groß wie ich, und dann halt so richtig groß. Äh, ich habe mich so, so erschrocken. Krabbeln. Ich habe mich so erschrocken. Ich war gerade bei diesen, äh, bei diesen, bei diesen Haken. Da weißt du, der auf so einem Termitenhügel, glaube ich, drauf ist oder so. Keine mhm. Ahnung. Und ähm, und dann keine Ahnung. Und dann plötzlich aus dem Nichts stand einfach diese scheiß Spinne vor mir. Und ich <laughs> ich habe mich, ich habe mich wirklich erschrocken. Also und dann bin ich weggerannt und hat sie mich trotzdem geholt. Also oh mein Gott ja also das ist, weiß ja, ich das ist auch so allgemein so eine sache die welt dort ist echt verdammt gefährlich so ja. vom, vom grundding her also es aber gibt auch schon wie geil. Frauen, die einen angreifen du kriegst halt super schnell gelernt wie du einen speer baust so und dann und dann das erste was du siehst sind ameisen die irgendwelche anderen insekten jagen und so ne? und das machen die die ja die ganze ja. zeit über sind ameisen da unterwegs und wenn du die angreifst und dann killst du die weil zwei sind halt kein problem so aber Denken dann kommen die nächsten. An. Dann kommen die nächsten und dann kommen die nächsten und dann kommen die nächsten. Und jetzt bei meinem zweiten Durchlauf habe ich die in Ruhe gelassen und ich hatte nur Ruhe vor denen. Und die gucken, und das ist halt so komisch, weil die kommen immer an und gucken einen an und beschnüffeln einen ja. irgendwie so und dann hauen die wieder ab. Weißt du, so, das finde ich aber so geil, weil da jetzt so ein, das ist so ein Ökosystem irgendwie drin, so ein bisschen. Wenn du die ja, es gibt allgemein. Also alle Viecher haben sich komplett unterschiedlich mir gegenüber verhalten, je nachdem, was ich gemacht habe. Ja, ja. So vom, vom Grunding. Weil das Crafting, muss ich sagen, da bin ich noch nicht so. also das, ist, das einfache Crafting ist echt gut gemacht, also du kannst äh, Speere machen, Äxte machen, Hämmer machen, ähm, die Rezepte dafür kriegst du eigentlich immer automatisch, sobald du neue Crafting-Materialien aufsammelst, also und Steine oder irgendwelche, oder irgendwelche Fasern und genau, und dann kriegst du noch weitere Rezepte, wenn du bestimmte Materialien an so ähm, Forschungsstationen oder so, ich weiß nicht, wie ich das genau nennen soll, das sind immer so analysierst. Die irgendwo rumstehen, ja. keine Ahnung, in welchen Zelten und da kriegt man dann noch mal so Spezialrezepte für die für die einzelnen Sachen und dann gibt es auch Armor, ich weiß nicht, hattest du Armor gecraftet? Nee, aber Tim ich habe es gesehen, ich habe gesehen, du kannst auch aus den Ameisen kannst du dir auch Armor craften. Ja. Also, ich denke mal, da wird's äh, die Sachen sehen doch alle einmal cool aus so. Vom, ja, genau, genau, genau. Her. Also so da, da denke ich mir auch so Alter, das hat so viel Potenzial, wenn du dann nachher so die Spinnen siehst, dann wahrscheinlich so der Endgegner so was so Armor angeht, damit du das dann irgendwann dir zusammen craften kannst und so und das dann auch noch in der Gruppe darum zu laufen und so. Also, ich weiß nicht, ich bin, bin echt ich fand es auch wirklich richtig gut, muss ich sagen. Also was mich ein bisschen, ich fand, ich glaube, das soll, ist einfach Teil des Reizes dahinter ist, das ist sehr verwirrend. Also die Map ist schon in der Demo echt verdammt groß gewesen und es gibt keine Möglichkeit, Marker auf der Map zu setzen. Die einzige Möglichkeit, dass du Marker auf der Map hast, ist, wenn du dir einen Unterschlupf baust. Und äh, in dem Unterschlupf kannst du dir so eine Art Schlafsack quasi hinpacken. Und der speichert dann quasi, also wenn du dann stirbst, kommst du an dem Speicher an deinem Schlafsack zurück und der Schlafsack wird dir auch angezeigt auf der Karte. Aber du kannst Aber sonst, ja auch Marker kraften, glaube ich. Craften, glaub ich. Du kannst auch Marker craften, ja, die, und die platzieren an bestimmten Stellen, damit du die Orte wiederfindest. Ja, was genau. ich aber am Anfang fand ich das ein bisschen verwirrend, aber eigentlich finde ich das ganz cool, weil man hat sich so tatsächlich, also ich habe mich die, die Map eigentlich gemerkt. hauptsächlich an, an, an Sachen orientiert. Ach ja, hier richtig ist die Tic-Tac-Verpackung, die ja, auch wieder da, da rumliegt. Das habe ich auch erstmal gar nicht erkannt, was ist. Ich denk, das. Ich denke, das wären irgendwelche Eier oder so. Okay, das ist eine Verpackung, war dann so, alles klar. Und das ist ja. auch so geil, weil du findest sowas und das eigentlich manchmal auch echt nichts drin. Weißt du, wenn du so eine findest so eine, so eine Cola oder Dr. Pepper Dose oder so, keine Ahnung. Und findest du. So eine, so eine, ich weiß ich, Traubensaftdose oder so ein Scheiß, und du weißt, okay, das ist halt so mehr links davon. Da ist der Baseball, da ist der Baseball in, in, in der Pfütze drin, und, und ich, ich weiß nicht, also so hast du, warst du auch in dem Baseball, in der, in der, in der Pfütze, was bist du da auch runtergetaucht und bist du dann da so? Nee. Eben, echt, ich, ich bin fast gestorben. Oh mein Gott, es war so knapp. Ich, ich war dann auch total, also so, weil es wird halt sofort dunkel, und ähm, da war ich erstmal total irritiert, ich konnte dann die, die Fackel äh, aktivieren. Ähm, mhm. und ich denke, warum kann ich die Fackel denn unter Wasser aktivieren aber es sind ja, es ist ja aus irgendwas anderem gemacht das ist, ja keine, das ist ja kein Feuer, sondern das ist ja irgendeine andere Scheiße, das holst du ja aus ich glaube das heißt irgendwie von auf den, Englisch von den Termiten ist das glaube ich, oder nicht von diesem sepp zeug irgendwie, SAP ach vom Harz, ja vom Harz, genau, also das ist Harz soll es sein, ja genau und da, damit beleuchtest du den Scheiß dann also so, ich dachte das wäre so ein kurzer Moment ah, ist aber nicht richtig durchdacht, dass die Fackel hier funktioniert und dann, ach, okay gut ich bin einfach nur zu dumm zu erkennen, was das genau ist also so, weiß ich nicht Cool. Einfach ganz cooles Prinzip. Auch so von der, von der ganzen Idee her einfach, das ganze Ding ist irgendwie verrückt. Story. Ja, und witzig, dass das quasi so ein 15-Mann-Team ist. Ähm, Ach, so ein kleines Team. Ne? Die da nur die da nur dran arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, nach, dem, nach der allgemeinen äh, positiven Rückmeldung von eigentlich überall wird, wird, da da wird das auf jeden Fall noch ein bisschen aufgestockt. Ja, weil mhm. ich glaube, da haben die vielleicht selber auch nicht mit gerechnet, wie positiv da so allgemein das sein, also ja, ob, ob so sein wird. Ja, ob hat hat auf jeden Fall... Das ist irgendwie das Potenzial, irgendwie dazu, so geile Spiele zu machen. Es muss jetzt nur noch mal ein bisschen mehr noch durchgezogen werden irgendwie. Ja. Äh, ich mach's sonst uns einfach mal weiter mit den Sachen, die ich gespielt habe, oder möchte hm. einer von euch zuerst? Woche nee, nee. Cool. zuerst. Äh, ich habe Just Die Already gespielt. Das ist, ich würde sagen, am ehesten zu vergleichen mit äh, Goat Simulator. Nur Ach, du spielst sein. so einen super alten Mann. Der äh, quasi in so einer, du bist erst in so einem Altersheim, da musst du dann ausbüchsen und dann kannst du dich dann da in der, in, der, in der Stadt überall austoben und du schaltest nach und nach machen mal viele Waffen frei. Also auch so Sachen wie, du kriegst auch Shotguns und Katana und so ein Kram und du machst eigentlich nichts anderes außer überall Chaos stiften. Das ist halt so ein Ragdoll-Spiel, wo du in der Gegend rumfetzt und. Du schaltest halt die Sachen frei, indem du bestimmte so Challenges, sag ich mal, machst. Also, das sind dann so Sachen wie äh, dass man das hinkriegt, da gibt es an einer Stelle ist so ein China-Restaurant, wo, ne, wo so ein dicker Koch mit so einem Beil steht, was die ganze Zeit auf den Tisch hackt. Mhm. Und äh, du, eine der Challenges ist dann zum Beispiel, dass du, dass irgendwelche von deinen dass du quasi von ihm, glaube ich, gepackt wirst <laughs> und er Gliedmaßen von dir abhackt mit diesem Beil. Aber das ist alles in so einem comic super comic look, -Look gehackt, äh, gehalten. Und du bist auch nie wirklich tot. Also, selbst, selbst wenn du nur noch ein Torso bist, kannst du immer noch in der Gegend ah, Ja, auf jeden, auf jeden. Und immer noch so ein bisschen dich bewegen und so ein Scheiß. Ja. Ist eingeschränkt ähm, wahrscheinlich, aber. Genau, aber du kannst immer quasi auf den Reset-Knopf drücken und dann bist du wieder quasi mit folgenden mit, mit Massen wieder da und kannst, kannst wieder <laughs> Chaos stiften. Es ist ganz witzig gewesen. Wäre nie ein Spiel, was ich mir in irgendeiner Art und Weise kaufen würde, aber so, es ist, die Idee ist ganz lustig und auch die Umsetzung funktioniert. Für das, was es sein soll, funktioniert das alles gut. Mhm. Um, ist wie gesagt, ich glaube, wenn jemand Goat Simulator cool fand, ist das auf jeden Fall genau das Richtige. Der äh, dann habe ich. Einen dazu, einmal ganz kurz noch. Kennt ihr den Trailer dazu? Nee. Nee. Das ist, äh, weil ich, hab, ich kannte nur den Trailer. Ich wusste nicht, wie das Gameplay ist, aber der Trailer ist angelehnt an den. Ä wo äh, hier. An den Ding was? Ich habe es nicht so ganz verstanden. Den ersten Teaser-Trailer von äh, Death Stranding, wo hier ah, äh, ja, wo dann Norman langläuft. auch nackt am Strand ist. Ja, auf und jeden Fall. Und, so, und da ist dann der Opa auch nackt am Strand mit so einer großen Wurst in der find Hand find oder sowas. Da müssen wir mal den Trailer dazu nochmal angucken. Der war echt ganz witzig. Also ja, so. auf jeden Fall. Okay. Also war, war ganz okay, aber hat mich jetzt, hat mich jetzt nicht vom Hocker vom, vom gehauen. Äh, dann habe ich Rock of Ages 3 Make and Break gespielt. Äh, kennt ihr die anderen Rock of Ages-Teile? Das, nicht das sind im Endeffekt, bist du im, musst du immer eine Kugel durch bestimmte Hindernisse durchführen, um dann Ach. an ein Ziel anzugelangen und musst dabei manchmal Sachen kaputt machen und so. Ich habe die anderen auch noch nie vorher gespielt, deswegen kann ich jetzt nicht sagen, ob die Mechanik, die jetzt hier drin ist, neu ist oder ob die auch in den alten schon drin ist, weil ein Teil ist halt dieses, du steuerst einen Ball und meistens sind, sag ich mal, diese, die Sachen sind immer an historische Szenarien angelegt. Also das ist, war jetzt das, was in der Demo drin war, war alles an so griechische Mythologie angelehnt. Und du musst dann da, musstest dann da von so einem Riesen ausbüchsen und musstest dann da quasi das Tor von seiner Höhle mit, mit so einem Ball kaputt machen. Und dann wechselte quasi das ganze Szenario und äh, plötzlich warst du derjenige, der so ein bisschen wie in einem Tower Defense Spiel oder wenn jemand noch so Winter Mall oder sowas von von Warcraft 3 äh, früher kennt. Du musst es quasi so m, ja Labyrinthe aufbauen, um zu verhindern, dass er plötzlich eine Kugel zu dem Ziel wirft, an dem du bist. Ja, ja. Also, also es wurde quasi die ganze Spielmechanik wurde einmal umgedreht. Ähm, ich hatte also ich glaube das Spielprinzip an sich ist hammer cool aber ich hatte das Gefühl, dass das noch super buggy war. Also zum, vor allem also der ich sag mal der Break Teil funktionierte hervorragend, wenn ich als Kugel irgendwo runterrollen sollte und ich sollte irgendwas machen, aber der Make Teil, in dem ich Sachen bauen sollte, funktionierte nur so mittelmäßig gut, weil das, das ist doch schon auch der der neu ist, ne? Also der, ich glaube ja, ich könnte es aber nicht sagen, weil ich keinen von den Vorgängern besuche. Das also Dadurch, dass er ja Make and Break auch heißt der Teil. Ja. Könnte passen. Um, aber es ist sehr unpräzise gewesen, Sachen zu bauen. Ähm, ganz oft hattest du das Gefühl, du klickst auf ein bestimmtes Teil und du hast es dann doch nicht gemacht. Und man kann zwischendurch extra Gold einsammeln, um mehr quasi von diesen Hindernissen zu bauen. Und du bist direkt mit dem Mauszeiger drauf, aber er klickt das nicht. Irgendwie, das wirkte super buggy. So vom, vom Grundding her. Deswegen ich, bin ich da auch gar nicht über das zweite Level, also das erste Mal, dass man quasi den Make-Teil spielt, ähm, hinausgekommen. Ja. Dann das nächste, was ich gespielt habe, ist Super Liminal. Habt ihr das schon mal davon schon mal was gehört? Das ist das Perspektivspiel, oder? Das ist das Perspektivenspiel, ja. ja. So vom Aufbau her ähm, erinnert mich das ein bisschen an The Stanley Parable. Also du gehst quasi durch einen, äh, durch Räume durch und um von Raum zu Raum zu kommen, musst du in der Regel immer mit bestimmten Gegenständen, die in dem Raum sind, perspektivische Rätsel lösen. Und das sind manchmal so einfache Sachen wie. Ähm, du nimmst einen Gegenstand auf, meinetwegen eine Kiste, die dort steht. Und wenn du nach hinten gehst, dann wird die Kiste größer. Also während du die Kiste hältst, wird sie größer. Ah ja. Und wenn ja, du und nach dann vorne praktisch... gehst, dann wird sie kleiner. Und du musst quasi so die Gegenstände, die da sind, manipulieren, um meinetwegen irgendwo höher hinzukommen. Ähm, manchmal ist es auch so, dass bestimmte Gegenstände existieren noch gar nicht. Ähm, aber du kannst dich in einem bestimmten Winkel in den Raum stellen und dann meinetwegen an die Wand gucken. Und wenn du da genau in dem richtigen Winkel stellst, ergibt sich quasi aus verschiedenen Teilen der Tapete ein Gegenstand. Und dann erscheint der, erscheint der Gegenstand, sobald du ihn quasi perfekt. Perfekt abgebildet hast. Das Spiel ist ziemlich cool gewesen, muss ich sagen. Ich dachte so nach den ersten zwei, drei Rahmen, ha, okay, ja, das ist ja irgendwie immer das Gleiche, aber sie sind dann doch schnell, haben sie sich immer wieder was Neues einfallen lassen, wie man so mit diesen äh, sagen wir, kleinen perspektivischen Rätseln nochmal noch mal wieder einen ganz neuen Lösungsansatz irgendwie finden muss. Das muss auch in der Entwicklung auch echt nicht. Nicht einfach sein, sich da irgendwie jedes Mal was Neues zu überlegen, was, was wieder interessant was auch ist. Was auch funktioniert. Manche von den Sachen waren, ich würde jetzt nicht sagen, schwer, aber schon so ein bisschen knifflig, wo man echt ein bisschen überlegen musste, okay, warte mal, wie genau, was, was wollen die eigentlich genau von mir? Mhm. Ähm, also, das hat mir, hat mir echt ziemlich Spaß gemacht. Das ist auch eine super, also ich weiß gar nicht, ob äh, die ich habe von dem Spiel schon vor ein paar Monaten mal was gehört. Ich weiß gar nicht, das dürfte wahrscheinlich auch relativ zeitnah rauskommen, glaube ich. Ja. Ähm, da ich freshly frosted gespielt, das ist äh, glaube ich ein ziemlich äh, Miller-Spiel irgendwo. Und zwar äh, bist du quasi jemand, der in der Donutfabrik arbeitet. Und <laughs> es gibt quasi immer einen Start ein Startpunkt oder mehrere Startpunkte und dann gibt es verschiedene Stationen. Meinetwegen ein fürs Frosting und ein für für die, ähm, weiß ich nicht, für, für irgendwelche anderen Sachen, die auf den Donut draufkommen sollen und du musst immer Laufbänder in einem, in einem bestimmten Raum bauen, so dass, die, dass quasi der Donut am Ende an der richtigen Stelle abgeliefert wird. Ja, ich sehe ja schon, der eine und macht die Glasur, der andere macht da die, die Sprinkles drauf und der letzte macht da eben die genau. Kirsche noch drauf oder so. Ne? Genau, und mhm. die Rätsel werden immer komplizierter. Also klar, am Anfang ist das noch alles relativ simpel, aber später sollst du drei verschiedene Sorten an Donuts herstellen und einer hat nur Frosting drauf, einer hat gar nichts drauf, einer hat ein Frosting und eine Kirsche drauf. Und äh, du musst dann quasi immer in, in diesen Räumen versuchen herauszufinden, wie ist es möglich, die Laufbänder zu bauen, so dass die ganzen Voraussetzungen alle erfüllt Absolute werden. Absolute Optim Optimisierung, so praktisch irgendwie. Das ist eigentlich echt ein ganz geiles Spiel gewesen, so, das mehr Puzzle aber als hier. Das ist ein so. Puzzlespiel, ja ja, auf jeden Fall. Um, aber die die Puzzles sind cool verpackt und äh, auch wenn es ein bisschen, also die Demo war auch nicht super lang, aber auch die späteren Level waren, das war nicht so, dass du immer sofort wusstest, was man machen soll, aber man es immer durch so ein bisschen Trial and Error meistens raus in, ah ja okay alles klar, das hier ist wahrscheinlich die richtige Art und Weise, das, das Problem zu lösen. Ja. Um, auch echt gar mich. nicht so ein schlechtes Spiel. Was mich da gerade ein bisschen enttäuscht, ich habe dann einfach mal auf Google Bilder jetzt gegangen, um zu sehen, was hier abgeht. Das zweite Bild direkt mal ein GIF von Steam von dem Spiel. Und dann siehst du, wie dann Donut ist. Dann kommt da erst die erste Glasur drauf, dann die zweite. Und an der dritten Station wird einfach das Loch vom Donut gestoppt und nachher ist ein Muffin, was da rauskommt. <lacht> <lacht> ja, okay, okay, genau. Da, da passt irgendwas nicht. Aber kriegt man Bock auf Donuts, das du das sagen also, ich habe schon ziemlich einen Jab auf Donut, aber schon mhm. vor diesem Spiel noch gehabt, muss ich sagen. <laughs> ja. Meine Fresse. Mhm. schlecht super. Ich, vielleicht fahre ich später mal los, wenn wir einen Donut muss man nicht mal <laughs> sagen. Shane. Shane. Ach, köstlich. Ja, das Ding ist, es gibt nirgendwo mehr gute Donuts. Brauche ich in der ja. Friesischen, der Laden, der ist ja auch dicht. ne? Der ist auch dicht. Ja. Und ich muss ganz ja. ehrlich sagen, die Donuts waren auch nicht so. Die unfriech. fand ich ziemlich gut. Die hatten ein paar richtig geile. Mhm. Die hatten so welche. Miller sind wir da jemals viel hingegangen, kann ich mich nicht dran erinnern. Nee. also, aber. Der für mich war das Problem, ey, der hat um elf zugemacht oder sowas, der war nicht mal mehr für die Mittagszeit offen. <laughs> ja, auf jeden Fall. Ah, ich weiß auch, nicht, ich kann dir die auch nicht so geil erinnern, die Dinger. Also, ah, okay. ja, ich fand sie, ich habe noch nicht oft gegessen, aber ich fand den mal ziemlich köstlich, muss ich sagen. Mhm. Okay. Um, und das letzte Spiel, was ich noch äh, gespielt habe, ist Hellbound. Ich, das ist also quasi 90er Jahre Arena-Shooter, mehr oder weniger. Uh, ist auch nur ein Level drin, sehr stark an sowas wie Doom angelegt. Um, sowohl musikalisch als auch vom ganzen Grunddesign her, von den Monstern, den Waffen. Um, so weißt du, du musst du sammelst Waffen auf, du brauchst Munition für die Waffen, du musst extrem viele Gegner töten, die meistens mit ziemlich lauten Geräuschen auf dich zurennen. Uh, es läuft Heavy Metal im Hintergrund. <laughs> uh, du kannst dich unfassbar schnell bewegen, wenn du, uh, wenn du die ganze Zeit Bunny hoppst. So, das ist schon wirklich das Gefühl von einem 90er-Jahre-Shooter haben, die ziemlich gut eingefangen, finde ich. Sich die Waffen, um, fühlen sich die Waffen schön schön? Oh ja, die Waffen fühlen sich sehr sehr hervorragend an. So, quasi, was ich alleine schon cool finde, sind so diese Kleinigkeiten. Du hast quasi am Anfang die erste Waffe ist so eine Art Rifle einfach nur ja. und wenn du gedrückt hältst, dann schießt die halt mit mal, moderater Geschwindigkeit. Aber wenn du natürlich den den den, den sag mal Tri-Hard-Modus anmachen möchtest, dann kannst du einfach die ganze Zeit auf Maus 1 klicken und dann schießt sie deutlich schneller, als wenn du ähm, einfach nur durchgedrückt hältst. Also dann schießt du ja. so schnell du drauf drückst und dann Shotguns, äh, sag mal, so eine Art, so eine, so eine Minigun. Waffen fühlten sich alle gut an. Das Einzige, was nicht besonders gut war, war die Performance. Dafür, dass das Spiel wirklich nur so mittelmäßig gut aussieht. Äh, ich konnte nicht mal 144 FPS halten mit allem auf niedrig. Und das ist eigentlich eine Sache, die ja immer funktionieren sollte, so bei mm. dieser Art an Spiel. So ich hätte eigentlich erwartet, dass das sogar eine Sache ist, die erreichbar ist mit einem relativ mittelmäßigen PC nur. Ja, mit ähm, Taschenrechner. Quasi Taschenrechner. Ähm, aber ist schon echt relativ, ich, ich stehe halt auch auf dieses Spielprinzip so ein bisschen. Also ich bin, würde sagen, ich bin da schon ein relativ geeignetes Zielpublikum für diese Art an Spiel. Ja, also hat sich so ähm, ein bisschen abgeholt, aber. Aber sonst, ich habe auch sonst leider nicht so viel mehr gespielt, irgendwie nicht so viel Zeit gehabt. Die, alle Demos, die ich hier gespielt habe, Grounded war mit Abstand die längste Demo, die, die, die mit die halbe Stunde gedauert hat. Alle anderen äh, waren, ich würde sagen, zehn Minuten so um den Dreh. Aber vielleicht. ich fand es ich sehr nett, sowas zu haben, zum mal reingucken, einfach mal neue Sachen ausprobieren. Das auszugeben. muss ich auch sagen. Ich, also ich hätte gerne, äh, wäre gerne nicht gerade mit meiner Bachelorarbeit beschäftigt und hätte mhm. da gerne, sag mal so, 100 Spiele ausprobiert oder so. Ja. Und, mhm. ähm, leider, leider nicht unbedingt gerade ist super gut möglich. Aber soll, was habt ihr denn noch so gezockt? Soll ich weitermachen, Milli? Kannst du gerne. Ähm, ich habe nämlich auch ein paar mehr kleine Sachen ausprobiert. Äh, womit soll ich anfangen? Grounded haben wir schon drüber geredet. Ich habe vielleicht das nächstgrößere Ding, was da irgendwie oben immer vorgeschlagen wurde, war Ghost Runner. Und das ist so ein, so ein Spiel, wo du, sobald du einmal getroffen wirst, bist du tot, du bist halt so ein, so ein, so ein Cyborg-Ninja, irgendwie in der Zukunft, der sich irgendwie, keine Ahnung, Story, völlig egal, aber du kannst dich da irgendwie mit coolen Moves und ganz vielen komischen Fähigkeiten, du kannst, du kannst äh, auf dem Boden sliden, du kannst dich porten ganz schnell irgendwo hin, du kannst an der, an der Wand laufen ähm, und... und äh, Sprung und Doppelsprung und keine Ahnung, Also ein Kram machen, wodurch du dich irgendwie echt cool bewegen kannst. Und dann hast du halt immer nur einen, einen Angriffsbutton, sag ich mal. Und dann, sobald du jemanden triffst, ist der auch sofort tot. Und, und jedes Level ist halt so aufgebaut, dass du hast da so, weiß ich, zum Beispiel fünf Gegner oder so. Und der eine steht da, der andere steht dahinter. Und dann musst du da oben nochmal hin und dann musst du danach theoretisch da noch hin und dann nochmal nach unten nochmal den letzten holen oder so. Und dann musst du halt diese, diese ganzen Möglichkeiten an, an Movement, die du hast, musst du halt nutzen, um dann so schnell wie möglich, ohne getroffen zu werden, weil die schießen halt auf dich, du hast selber nur ein Schwert, ähm, musst du da halt irgendwie dich durchschnitzeln. War ganz witzig, äh, fühlt sich tierisch cool an irgendwie, dadurch, dass diese ganzen Bewegungsmöglichkeiten auch echt gut funktionieren. Ist an der Wand laufen und so ist cool, so läufst du an der einen Wand, springst zur an anderen hin, läufst da nochmal lang, machst es nochmal und dann machst du so, ein, so einen Port nochmal auf den Typen drauf zu und dann hackst du den halt weg. Ähm, das, das sind so Momente, die das, das ist ganz cool. Und vor allem, was dann auch anfängt, wenn die... Ich weiß nicht, ich bin irgendwie bis zum vierten oder fünften Level oder so gekommen, auch wenn ich nur 20 Minuten gespielt ähm, Wenn es ein bisschen kniffiger wird, dieses, okay, ich mach wieder sofort neu. Also, sobald du einmal Y drückst, bist du sofort wieder auf Reset und dann bist du wieder ganz oben. Was, Y? Ich weiß gar nicht mehr, ich habe auf jeden Fall mit dem Controller auch gespielt. Ähm, und du bist du sofort wieder im, im, ja, im Restart und kannst das wieder von vorne machen. Und du verkackst, du verkackst, du verkackst, du verkackst du restart, restart, restart. Und ähm, du hast halt, kriegst halt echt Bock, das irgendwie einfach nur zu schaffen irgendwie. Ähm, das sieht cool aus. Und die Grafik ist ganz, ganz nett, ähm, hat sowas futuristisches irgendwie. Ähm, ist mehr so ein ist mehr so ein jump also mehr ein Plattformer, Platformer, so ein quasi schon Trick-Jump-Spiel, oder? Ich hatte mir auch mal ein zwei Videos davon angeguckt. Ja, genau, genau. Was hatte ich noch mal gespielt? Katana Zero. So Katana Zero ist das praktisch bloß in 2D. Katana, ja. Katana, da machst du das von der Seite, musst auch Kugelhüsse machen, dein Movement nutzen und so, dass du so schnell wie möglich alle Gegner mit einschlagen und sofort wegholst und sobald du getroffen bist, bist du auch tot. Also da habe ich auf jeden Fall so kleine Parallelen gesehen. Ähm, Würde ich auf jeden Fall empfehlen, um es sich mal anzugucken, wenn ein sowas irgendwie interessiert. Ähm, dann, was mir nicht so gefallen hat, ich habe mir Danger Scavenger angeguckt. Das war immer wieder oben mit drin. Das ist so ein Top-Down-Shooter in so einer Comic-Grafik, äh, wo du prozedural generierte Level hast, die du dir praktisch aussuchen kannst. Okay, welches Item will ich jetzt? Wie bei Slay the Spire oder so. Du, okay, ich möchte jetzt hier... Äh, lieber einen Laser finden als nächste Waffe oder ich möchte bessere Granaten finden oder so und dann kannst du dich immer mal wieder entscheiden oder nehme ich den Gegner oder mache ich da ein Puzzle oder so und so gehst du dann da langsam durch und hast da halt auch verschiedene Waffen und du kannst zwei Waffen gleichzeitig haben und dann es auch einen Flammenwerfer noch und also möglichen Kram und kannst du Artefakte finden die dir dann zum Beispiel immer wenn du mit deiner Pistole schießt äh, kommt dann noch ein Sägeblatt aus, aus dir raus und fliegt noch in die Richtung in die du geschossen hast und so ähm, war irgendwie eher enttäuschend weil gerade das äh, das einfach das rumschießen und so es hat sich einfach nicht gut angefühlt das hat einfach nicht sehr nicht gut reagiert weißt du wenn du geklickt hast wenn du verstehst was ich meine ja. weißt du, so dass du dieses Gefühl da gibt es irgendwie einen Delay oder irgend Scheiß ähm, ich denke mal das war ganz cool was ganz cool ist sind, sind so die Beil die du machen kannst weil du kannst halt auch auf Granaten wirklich auch gehen oder auf, auf irgendwie Maschinengewehre und so und die Artefakte die du dann kriegen kannst und so ähm, sind dann irgendwie, unterstützen praktisch dann so ein Bild und ich denke mal, wenn das so ein bisschen Tiefgang schon hat, kann ich mir vorstellen, warum das einige Leute jetzt ausprobiert haben. Ähm, aber ich finde, da, da fehlt noch einiges vor, dass, dass sich das einfach ein bisschen satter noch alles anfühlt, was du machst und so. Ja. Ähm, deswegen da habe ich irgendwie auch, ja, auch genauso lange reingezockt, aber war dann auch recht schnell auch dann durch damit und wollte das dann auch nicht weiterspielen. Ähm, dann habe ich Everspace 2, den Prototypen, die Demo auch auf der Steam- die Sommerfestival-Scheiße da ausprobiert. Und, ähm... <laughs> Wenn mir die Wörter fehlen, ist alles scheiße. Ähm... Everspace 2. Das, das war geil. Das, das, ich hatte ja den ersten Teil auch nur mal kurz angezockt. Ähm, da bist du ja so ein Raumschiff in... im Weltall, keine Ahnung, bist du unterwegs und... Äh, kämpfst gegen Piraten, gegen Aliens... und irgend so Scheiß. Und es ist... weniger so eine Raumsimulation... so ein so Sandkastenbox, wie es jetzt... Ähm, Sowas wie X ist oder so, die X-Spiele oder so, oder wie es jetzt vielleicht mhm. auch Dings wird, ähm. Star ist Citizen oder so, genau. Aber es ist, es ist ganz viel einfach nur, okay, du hast, deine, du hast verschiedene Klassen an Raumschiffen, ich glaube, es gab es vorher auch nicht, bin ich mir auch nicht ganz sicher. Ähm, und die haben halt verschiedene Stärken und Schwächen. Das heißt, der eine ist so ein bisschen mehr tanky, der andere ist so ein bisschen mehr auf Angriff und dann gab es noch einen dritten, der so auf beides aus ist. Und ähm die haben halt verschiedene Waffen auch mit denen sie schießen können du musst halt kannst ja halt gucken dass du dir auch irgendwie äh, Energie nur auf die Schilde machst oder dann irgendwie ähm, Torpedos irgendwie stärker machst und so ein Kram da hast du so einen Buff den du kurzzeitig geben kannst in so einem Weltraumkampf und so ähm, und wenn du das dann alles machst so das ist schon mal ganz cool so rumfliegen und fighten und so das, das fühlt sich alles schon mal sehr cool an von Everspace 1 auch schon so äh, aber dann gab es in der Demo auch schon ein paar Sachen zu tun ähm, Kannst da Hyperraum aktivieren, kannst zu anderen Sternsystemen hinfliegen und dir einen anderen Mond noch angucken und so einen Scheiß. Und ähm, und da hast du dazu irgendwelche komischen schwarzen Kreaturen, die du finden sollst. Und dann sollst du praktisch deren Partnerkreatur finden und dann führst du die zusammen und dann kriegst du halt irgendwie auch eine neue Waffe und so einen Scheiß. Also da ist auf jeden Fall eine Menge zu tun schon irgendwie gewesen, fand ich irgendwie ganz witzig. Und ich denke mal, da ist wieder auf jeden Fall das Potenzial dazu drin, dass das wieder so ein Erfolg wird, zumindest wie der erste Teil. Ähm, ja. Dann habe ich mir noch Hellcard angeguckt. Das, das hatte ich mir tatsächlich auch angesehen. Das sah so ein bisschen auch aus wie so ein Deckbilder-Spiel, wo irgendwie, was weißt du mit diesen Einheiten, die dann Kreis liefen, das war das, oder? Ganz genau, ganz genau. Du ja. spielst das, kannst das aktuell nur im Multiplayer spielen. Ähm, und es ah, ist okay. Und ähm, was, was glaube ich auch so die Grundidee für dem Spiel sein soll. Soll, soll glaube ich noch ein Einzelspieler noch rauskommen, aber der Multiplayer ist schon das. Weil das ist dann so: Es gibt ja drei verschiedene Klassen und ich weiß nicht, ob du dann auch immer mit allen drei unterschiedlichen zusammengewürfelt wirst, aber es gibt einen Krieger, einen Schurken und einen Magier. Und dann ist es so: Du kriegst halt, jeder von denen hat so seinen, seinen Standarddeck, seine Standardkarten, zehn Stück irgendwie. Und du stehst halt ähm, Rücken an Rücken in so einem so Dungeon-Raum irgendwie. Du kannst dich innerhalb dieses Raums nicht bewegen, sondern nur die Gegner können sich bewegen. Und du hast so einen so Radius praktisch um dich herum, wo du dann einmal auf äh, Nahkampfattacken machen kannst. Und dann alles, was außerhalb ist, sind auf Fernkampfattacken irgendwie erreichbar. Und nach jedem Kampf kriegst du halt neue Karten dazu und so. Und das wird halt immer komplexer. Und es erinnert dann auch immer mehr an so einen richtigen Deckbilder, äh, wo du... <laughs> halt bestimmte Builds und so machen kannst. Ich habe den Krieger viel gespielt, habe viel auf Tank gespielt und dann die Teammates dann, kannst du dann halt auch mitblocken. Ziehst du halt auch so Karten, wo du dann für alle Teammates und alle, äh, alle Allies kannst du dann blocken und so einen Kram. Oder du hast hier so einen Wirbelwind, wodurch du dann die Gegner Schaden machst, so ein bisschen, nicht so viel wie der Magier dann macht oder so zum Beispiel, aber du, du holst sie dann alle aus diesem Nahkampfkreis raus und ballerst sie dann. Ich dachte, das wäre ein ganz anderes Spiel. Ich dachte, das wäre sowas wie Slay the Spire, als ich mir das angeguckt hatte. Ich dachte nicht, dass das ich meine, du hast halt Karten, die du jede Runde ziehst und die du dann aktivierst. so Und ähm, da ist es schon ähnlich, dadurch, dass du halt auch Deckbilder hast. Aber es, ist, es fühlt sich halt irgendwie doch, doch noch ein bisschen actionlastiger an, weil die. Ich meine, was halt auch wie das Bayer ist, du siehst halt auch immer das, was die Gegner alle vorhaben. Sprich, ob die dich angreifen wollen. Und dann, wenn du denn die eine Attacke machst, die macht mehr Schaden. Wenn du siehst, dass sie dich nicht angreifen wollen, dann hast du ja. hier, ähm, die buffen sich selber hoch. Wenn da eine Schaden kriegt, der eine Gegner. Ähm, dann äh, Macht er auch mal mehr Schaden und so? Ähm, dann gibt es Zauberer und so, die dann äh, weiß ich Kreaturen noch holen, also Beschwörer und so ein Kram. Also die, die, die Gegnervielfalt war schon mal ganz witzig und dann dieses Zusammenspielen, weil teilweise war es dann so: Okay, ich, ich, ich war dann schon so: Ach oh Gott, was mache ich jetzt diese Runde? Oh Gott, sterben wir jetzt beide? Und dann hatte er noch irgendwie Move, wodurch er mir den Arsch gerettet hat. Dann konnte ich ihn noch blocken und dann kam er praktisch noch dadurch und dann ging es wieder in die nächste Runde rein. So und das. Weiß ich nicht, das, das war irgendwie auf jeden Fall ganz witzig, weil ich irgendwie nicht gedacht hätte, dass so ein Deckbilder im, im, im Multiplayer funktioniert. Ähm, wo du Also so im Zusammenspiel Multiplayer funktioniert. Ja. Und da muss ich sagen, war ich echt begeistert. Ich war aber recht schnell auch gemerkt, okay, jetzt geht's hier immer nur noch weiter mit denselben Gegnertypen irgendwann. So und ähm, keine Ahnung, habe dann auch ein, zwei Runden dann auch verloren gehabt und was weiß ich. Und dann habe ich mir aber deswegen dann, weil das ist, das war jetzt praktisch auch das letzte Spiel aus dieser, ähm, aus der Demo-Reihe. Von denselben Machern, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, Book of Demons angeguckt, weil das ist praktisch mhm. selbe Universum, es ist, es ist auch ein nicht unähnliches Spiel, ähm, aber es ist halt schon längst draußen und schon längst fertig. Und zwar heißt es Book of Demons, ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon gesagt hatte. Ähm, ja. Und das ist praktisch ein Deckbilder Diablo-Style. So, du rennst durch Dungeons durch und so, die sind auch ähm, alle eigentlich äh, zufällig generiert, irgendwie. Und du sammelst halt langsam neue Karten ein, die dir neue Fähigkeiten geben und du klickst eigentlich auch immer nur Gegner an, du hast eine feste Linie, auf der du nur laufen kannst, also du kannst dich nicht nach links oder rechts bewegen, sondern nur nach vorne und zurück und du versuchst halt immer so weit wie möglich weg von den Gegnern zu sein und denen trotzdem Schaden zuzufügen, Fürst du halt neue Fähigkeiten, wie dass du um dich herum Schaden machst, dann kannst du, dann hast du die Fähigkeit, dass du Heiltränke einsetzen kannst, das, dann gibt es passive Fähigkeiten, wodurch du Mana dann erst regenerieren kannst und so, und du sagen, das hat mich ganz schön gehockt. Also so, das, das ist so das Spiel, was ich jetzt so, nachdem ich jetzt mit allen Demos jetzt irgendwie durch war für mich selber, das, was ja. ich ein bisschen mehr dann gespielt hatte. Ähm, und auch ganz süß, weil das spiel alles in diesem Paper Paperverse, heißt das, weil das hier bei Hellcard und bei Book of Demons und dann gibt es auch noch irgendwie Book of Aliens. Ähm, die sehen halt alle aus wie Pappmaché, so ein bisschen, die Figuren. Okay. Das ist so, so, ein, so ein ganz simpler Comic-Style, sag ich mal. Also ist, wäre das theoretisch auch ein Spiel, was du dir kaufen würdest. Das habe ich mir dann gekauft. Ach, du hast es dir dann auch. Ja, genau, genau, das war ja genau. Da. Hellcard war so das letzte, was ich mir von den Demos geholt hatte. Und dann habe ich mir halt für, weiß ich nicht, 4 Euro auf irgendeiner. Naja, habe ich mir auf jeden Fall dann das Spiel geholt. <lacht> Relativ <lacht> günstig. So, und äh, bin auch recht angetan, wie gesagt, davon schon ein paar Stunden schon reingesteckt und ist ziemlich cool. Also, so, das, das fand ich dann auch ganz cool, dass mich praktisch dann die Demos dann dazu geführt haben, mir ein Spiel zu holen. Was ja. nicht in den Teil der Demos war, aber was ich ohne die Demos halt irgendwie nicht kennengelernt hätte. Und was ich jetzt irgendwie, was mich jetzt echt definitiv gehuckt hat. Um, ja, und dann habe ich noch ein äh, bisschen nur mit Skyrider gespielt, festgestellt, dass das irgendwie nicht meine Art am Spielen ist. Weil <laughs> es ist halt doch ein Survival-Game, wo du halt irgendwie, keine Ahnung, dich halt durchgrinden musst, um da die nächsten Stufen irgendwie zu, zu schaffen und so. Ich war auch dann auf so einer Alien-Raumstation drauf, nach dem letzten Mal. Weiß mhm. nicht, ob du da schon warst, Jens, aber. Äh, jetzt in der PC-Version nicht, aber ich bin schon, ich würde sagen, ich habe auf der Playstation bestimmt 20 Stunden gespielt, 15, mhm. 20 Stunden. Ich bin schon relativ fortgeschritten, wo auch immer dann, ich glaube, die Story, das hat sich auch alles im Laufe der Zeit ein bisschen verändert. Mhm. Ähm, also ich also, muss sagen, ich war recht ernüchtert, als ich auf dieser Alien-Station war. Ja, da ist halt meistens nicht viel. Ich finde, der, der Charme des Spiels liegt auf jeden Fall in den, den Planeten und den Sachen, die du dann da so machen kannst. Mhm. Weil du, deine, sag mal, deine Ausrüstung wird auch irgendwann. Du sagst jetzt Grind, aber deine Ausrüstung wird nach und nach schon so besser, dass du die halt auch, du kannst dir halt bessere Sachen dann kaufen. Mhm. Ja, mich es dann halt auch genervt, dass ich dann meinen Laser ständig aufladen muss. Ich muss dann wieder Kohlenstoff holen. Dann muss ich mhm. den, den, weil den anderen Laser äh, füllst du damit nicht auf, den hier, womit du so den, die, den Boden praktisch ändern kannst und so. Ne? Du hast ja dieses, wo du dir dann äh, was abbauen kannst und so. Das musst du auch immer wieder auffüllen, denn da hast du auf jedem Planeten, auf dem ich bisher war, das waren auch nur drei bisher, aber hatte ich bisher irgend, irgendwas, was, meine, was meinen Gefahrenschutz irgendwie angegriffen hat und durch, musste ich muss sich den immer wieder auffüllen und dann musst du gleichzeitig aber auch immer noch dein, dein Raumschiff immer wieder auffüllen und währenddessen nutzt du aber noch diese ganzen anderen Sachen und das Inventar ist begrenzt und das ist mir einfach alles zu stressig, weil du, ich weiß nicht, das, also ich weiß nicht, ist schon irgendwie witzig, ich kann schon verstehen, warum Leute da ihren Reiz draus ziehen, aber für mich ist es dann irgendwie doch nichts. Ich denke mal, ich hätte noch ein paar witzige Welten noch entdeckt, wenn ich es jetzt noch weiterspielen würde, aber das, das lässt mich irgendwie zu kalt alles. Ja, jo. soll ich weitermachen? Dann, dann würde ich sagen, Bella. Äh, ich habe jetzt auch äh, Desperados 3 nochmal angespielt. Mhm. Und äh, ich bin mega begeistert. Also, ich habe ja auch, ich habe damals halt auch schon äh, die ersten zwei Teile gespielt, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr richtig erinnern, auf jeden Fall den zweiten. Aber ich meine, ich habe den ersten auch Ach, gespielt. Ach, super lange her der zweite, ne? Mega lange her. Also ich habe die natürlich auch nicht zur Release gespielt. Ich weiß gar nicht, wann die Games rausgekommen sind, aber. Das ist schon hammerlange. Ich glaube, das, ja. das, das waren halt so typische Gamestar-Spiele, ne? Die irgendwie ja. da oder Computerbildspiele mal mit dabei waren. Ja. Mhm. Da mal irgendwie drauf gewesen. Und ja, also ich habe auch tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, du kannst zwei Level sogar spielen, ne? Ich hatte ein bisschen Zeitdruck, deswegen musste ich nach dem ersten Level aufhören. Ich glaube, es gibt noch ein zweites Level, was du machen kannst. Hattest du nur das, also es gibt das Tutorial-Level, Tutorial, wo du ja, den Sohn genau. spielst. Und Ä dann gibt es noch eins mit ähm, der Eisenbahn. Wurde auch ja, du genau. nicht, Das habe ich auch gemacht. Ich weiß nicht, ob es noch ich weiß nicht, ob es ein drittes gibt. Es sah ein bisschen im Menü so aus, als wenn, genau, also das Tutorial, das allererste mit dem Sohn, das habe ich mal weggelassen, weil das ist wirklich nur so ein: hier, so läufst du, so kannst du das machen, mm. du springst, so, so gehst du in Leiter hoch, so funktioniert das Spiel. Danach hast du ein, ich sag mal, auch noch Tutorial-Level, weil es ist sehr simpel, die Wege sind einfach, es ist nichts groß, kompliziertes, du kannst es leicht schaffen, aber trotzdem schon ein richtiges Level vom Umfang her. Und es sah so aus im Menü, als wenn es noch, als wenn du das nächste Level auch noch spielen kannst, wo es dann irgendwie in eine Stadt oder ein Dorf oder sowas ging. Ich glaube, es gibt noch ein drittes. Also es war nie, die Demo war nicht zu Ende, nachdem nicht. ich das durch hatte. Aber ich habe es noch nicht gespielt. Ich habe jetzt auch schon äh, eine Dreiviertelstunde reingesteckt so. Also das ist eine Demo, wo du echt ein bisschen mehr Zeit auch reinstecken kannst. Und ich glaube, ich werde mir das Spiel auch auf jeden Fall zeitig holen. Also zumindest wenn äh, Minecraft durch ist oder jetzt gerade, wenn man dann abends nochmal sich mit den Jungs trifft, um ein bisschen Minecraft zu spielen, so, dann bleibt nicht viel Zeit noch für andere Sachen. Hm. Ja, Desperados ist nicht ein... auch von deutschen Entwicklern. Ja. ja, aber es ist nicht mehr von den gleichen Entwicklern wie früher. Ich glaube, Mimi Mi heißt das Studio, ja. das ja, genau, genau, jetzt machen. Mimi Mi Productions oder so, ne? Ja, irgendwie so. Ja, Mimi Mi, Mi Productions und natürlich auch von unseren guten Freunden an THQ Nordic. <laughs> Einzige die, Leute, die in Europa noch Spiele publishen im UPlay. <laughs> ja, ja, also auf jeden Fall hat mir mega gut gefallen. Es ist einfach diese, ich, ich mag halt auch einfach schon die Optik, ne? Ich liebe auch Tilt shift effekt Also Tilt shift effekt ist, so ein, äh, ist eine Möglichkeit mit einer bestimmten Linse zu filmen, dass du, äh, dass es aussieht, als würdest du in Mi Hamburg im Miniaturwunderland stehen und darauf gucken, so wenn mm. du etwas filmst, was ganz ja. normal filmst. So, ja. das ist in, ich, ich weiß nicht, mehr, ich mag diesen Effekt einfach und so so ein bisschen diese isometrische Ansicht mit genau diesem Grafikstil, der so das sieht jetzt halt auch nicht aus wie irgendwie ein Borderlands oder so, also es ist kein Cellshade. Ich kann die so, Grafik relativ irgendwie. enttäuschen, hatte ich auch letzte Woche schon drüber geredet. Ja, genau. Einfach, das Spiel sieht veraltet, also die, ja. die Qualität der, der, der Modelle sieht veraltet mhm. aus. Auch so ein paar Texturen sind auch echt mhm. oha. Also das könnte auch gut zehn Jahre alt sein, was man da teilweise sieht. Aber das stört mich nicht bei dem Spiel. Ich finde, es sieht trotzdem super schön aus. Mir gefällt das richtig gut. Ich kann mich da einfach hinsetzen und mir diese Welt angucken, die sie gebastelt haben. Mhm. Auch wenn da Texturen sind, die echt auch rausstechen, wo du dir denkst, holy shit, mhm. was ist das? denn? Spiel ich hier gerade Teil 1, Teil 2 oder Teil 3 so. Wichtig ist ja, dass es die Atmosphäre so ein bisschen einfängt. Ich glaube, diesen ja. West-Look hat es schon irgendwie ganz gut getroffen. ne? Ja und auch äh, was das Gameplay angeht, weil zum einen diese diese neue Pause Quick Action Feature, wie auch immer das heißt, was du schon letzte Woche erklärt hattest, das, das gefällt mir mega gut. Aber mhm. auch so, du hast, äh, ich habe jetzt, ich glaube, weil du du kannst noch die dritte äh, Person aus deinem Squad, sage ich mal, anspielen im dritten Level. Du startest ja mit Cooper, der so ein bisschen, äh, der hat ein Messer, um auf Distanz leise zu töten, der kann gleichzeitig mit zwei Revolvern schießen, das macht dann natürlich mega Lärm, so das heißt, der hat schon mal irgendwie ganz gute Sachen für einen richtigen Kampf. Dann hast du mit dem Doc äh, jemanden, der mehr so ein bisschen für Ablenkungen und sowas da ist. Der kann seine Tasche irgendwo hinstellen, wenn der Waffe da längst geht, dann sieht er die Taschen, nimmt sich hoch was und das. Das gucke ich mir mal an. Und so heilen kann er. er. Und heilen kann er, ja. Und ah, so ja. hast du deine verschiedenen Charaktere, die deine die verschiedene Aufgaben haben. Und du läufst nicht immer mit allen gleichzeitig zusammen rum, sondern einer bleibt auch mal kurz für eine halbe Stunde hier in dem einen Busch stehen, während der andere die, die eine Wache, die auf diesem ganz speziellen Weg ist, dann da irgendwie auf diesem einen Punkt gut holen und verstecken, bevor das irgendwer anderes mitbekommt oder so. Ja. Ist halt auch wieder ein bisschen dieser Schleichfetisch, den ich habe. Ne? Ja, auf da jeden Fall. wieder die Hitman-Urinstinkte raus. Ich denke auch gerade Hitman in, in Top-Down so ein bisschen ist das ja. ne? Ja, also ein bisschen. Ja. Ich habe auch gehört, der vierte Charakter soll so eine Hexe sein irgendwie die praktisch... Also ich, ich weiß es nicht mehr. Ich konnte mich auf jeden Fall noch dran erinnern. dass Cooper, der Haupttyp und äh, Doc, Doc McCoy. Sie waren schon immer dabei. Hatte ich auch noch, genau. Und sie, die dritte Charakterin, die glaube ich auch noch drin kommt, die, die kennt man auch. Das ist aber keine Hexendoktorin, das ist einfach eine ganz normale Ich meine, Frau. es gibt nämlich auch noch eine vierte und, und sie kann wohl auch Gegner aufeinander loshetzen mit irgendwelchen... Ja, Ecken. doch, stimmt. Irgendwie sowas hatte ich auch gelesen, glaube ich. Und das Aber soll neu sein, glaube ich. Ja. So, dass du praktisch den einen Typen dazu bringen kannst, dass er denn seinen Partner angreift, der irgendwie um die Ecke noch steht oder so, weil sie irgendwie manipulieren kann oder so ein Scheiß. Also ich denke ja. mal, da sind eine Menge Spielereien möglich und die... die was Jens ja auch letzte Woche schon meinte, diese, diese Vielfalt an Sachen, wie du Dinge und Probleme lösen kannst, ist ja auch echt faszinierend, ne? Ja, ja. Du kannst halt, wie gesagt, du kannst da irgendwie den, den Typen über die halbe Map buxieren, indem du dir immer wieder eine Tasche und eine Münze vor die Nase wirfst. Und was ist das? Aber du kannst da auch. <laughs> so Hitman. Ja, du kannst da halt, also du hast, du hast nicht die Freiheiten wie ein Hitman natürlich, weil du ein bisschen beschränkt bist durch diese Isometrik und dass du mit einer Gruppe unterwegs bist, ja, aber das ist Münze. schon. <laughs> ja. Ja, das auf jeden Fall, denke ich mir, werde ich mir auf jeden Fall holen. Und dann habe ich noch äh, The Survivalist angespielt. Das ist von den Machern von The Escapist. Das Spiel hatte ich installiert und gestartet und die ersten zwei Minuten waren die, Menü für, die Menüs waren so ätzend, dass ich es direkt wieder ausgemacht habe. Ja, es ist auch, also es ist erstmal zum Grundprinzip, es hat nichts mit äh, The Escapist zu tun vom Spielprinzip, außer die Optik und dass es im gleichen Universum spielt. Aber du landest auf einer Insel und bist da gestrandet und musst überleben. Und du kannst es alleine spielen oder im Korb. Und der Kniff so ein bisschen da dran ist, dass du auf dieser Insel äh, Affen findest und diese Affen, den ersten Affen, den befreist du aus so einem Käfig und danach kommt dann noch so einer, der will irgendwie so einen Bananenmilchshake haben oder sowas und wenn du dem Ding gibst, dann ist der auch dein Freund. Und diese Affen laufen hinterher und dann kannst du diesen Affen bestimmte Befehle geben und die Befehle sind aber nicht hey hack mal den Baum, sondern die Befehle sind eher folgt mir, warte oder mach das, was ich mache und so bringst du den Baum äh, dem Affen indem du sagst hey mach mal mir nach gehst zum Baum hackst ihn, sammelst das Holz auf gehst dann da und dahin und bringst es dahin so sagst du dem Affen hey so arbeitest du hier arbeite mal für mich und so ah, ist es das heißt, eine Mischung aus Survival aber auch du baust dir so ein bisschen deine Affenfabrik auf und lässt deinen Affen <laughs> für die alles mögliche für dich machen. Dann hast Hab du da deinen Designated Koch, deine Kämpfer und was weiß ich was. Ja? habt ihr die eine Simpson-Folge noch im Kopf, wo die mit dem Bus äh, auf so einer Insel stranden und dann ist das so wie in dem Buch Herr der Fliegen, dass sie dann so eine eigene Hierarchie aufbauen oder ja. und so. Und da wollte, hatte Bart ja auch vorgeschlagen, dass sie sich Affen züchten. Das alles ja als Butler oder sowas war das glaube ich. Ja, ja genau ich weiß gar nicht mehr wie das genau geendet ist Oh, die Folge ist auch so geil. Ich glaube sie hatten hatten sie nicht sogar auch Affen die dann da auf den Lianen rumgeschwungen sind auch immer mit Und so sie dann angegriffen haben wahrscheinlich oder so? Ja nee, nee das haben sie geträumt Bad, ne? Das Ach, haben sie ja, geträumt. Genau. Nachher haben sie ja. dann irgendwie den äh, hatte Lisa dann den Schleim auf der Insel gegessen und die anderen hatten so ein Wildschwein gekillt und das gegessen glaube <laughs> ich Auch glaub, wenn das irgendwie so war. Oh, das war irre das war richtig irre. Oh. Ja ja, ja. Um... Bist du durch soweit? Weil ich, mir ist gerade noch eine Sache eingefallen, die, <laughs> ja. äh, die, ja. über, die ich die Woche über, die Woche über gespielt habe. Ja. Und zwar kennt ihr Geogesser? Ja. Oh. Das ist äh, eine Webseite, auf der sind verschiedene Rätsel, die alle darauf basieren, dass du wirst quasi auf eine bestimmte Stelle in Google Maps gestellt. Und da gibt es unterschiedliche Formate. So, das Standardformat ist einfach, du landest irgendwo und dann ist es dein Ziel herauszufinden, wo du bist. Du kannst dich quasi auch auf der Map rumbewegen und ähm, kannst, musst dann quasi dann am Ende sagen, hey, alles klar, ich bin jetzt in Flensburg unten an der Hafenspitze. Das habe ich, äh, hab ich jetzt herausgefunden, dass das ist. Klar, wenn Flensburg an der Hafenspitze kommen würde, würde mir das relativ leicht fallen. Wenn du aber plötzlich in Papua-Neuguinea oder irgendwo in keine Ahnung, in irgendeinem Ort bist, den du absolut überhaupt nicht identifizieren kannst. Gestaltet sich die ganze Angelegenheit schon ein bisschen schwierig. Läufst du da in Street View rum oder was? Also du in läufst du in Street View rum, genau. Das Verrückte an der, also wie ich darauf gekommen bin ich tatsächlich auch nur, weil ich äh, einen Stream auf Twitch gesehen habe, in dem jemand nichts anderes gemacht hat, außer das Spielen. Und es gibt da auch so Spiele wie, ähm, so, ich glaube, es hieß What's That Sign oder so ein Kram. Da bist du quasi einfach nur an der Mord und die einzige Art und Weise, um dich herum, irgendwo, du bewegst dich dann auch nicht, sondern du bist an diesem einen Ort. Und um dich herum sind halt, meinetwegen in der Innenstadt, ganz viele Schilder. Und an den Schildern kannst du halt theoretisch herausfinden, auf dem Meter genau, wo du bist. Leider ist es so, dass man das Spiel, wenn man nicht äh, Premium-User ist, nur einmal am Tag spielen kann. Was super ärgerlich ist. Ähm, das heißt, wenn du, einfach ein bisschen, wenn du es schnell findest, ist es kacke, weil es ist ja sofort vorbei. Und wenn, wenn, wenn du dich Hammer verloren hast, dann ist ja auch kacke, weil du hast ja gar nicht mehr die Chance irgendwie. Ja, das mit dem Hammer verloren ist tatsächlich so eine Sache. Ich würde fast behaupten, wenn du dir unendlich viel Zeit gibst. Kannst du in, sag mal, westlichen Wende, Ländern meistens herausfinden, wo du bist. Ja. Ähm, aber du musst dann ja, weil du musst manchmal bewegst du dich so weit von deinem ursprünglichen Ort weg, du musst dann halt auch wieder rausfinden, wo dein ursprünglicher Ort war. Also du musst dann ja, ja. wieder zurückgehen. Aber du, das, muss man, das ist dann auch manchmal gar nicht so einfach. Es ist aber irgendwie ein hammerwitziges Spielprinzip. Und ich hab schon echt, das kostet gleich 1,99 Euro oder so im Monat. Also ich bin schon echt mhm. ein bisschen am Liebäugeln damit, weil du kannst am Tag nur einen, du kannst jeden Tag die Daily Challenge machen. Das ist quasi das gleiche Rätsel für alle Leute. Und dann kannst du jeden Tag ähm, ein Premium-Rätsel machen. Also das ist dann irgendeins von den, von mm. den anderen. Ähm, einmal habe ich auch schon das Flensburg-Quiz gemacht. Leider waren die Maps dafür irgendwie kaputt und ich war immer nur vor einem schwarzen Bildschirm, was super dumm war. <laughs> ähm. ja aber das liegt auch größtenteils an Google und Deutschland, weil Deutschland und Street View, ich glaube Deutschland ist in Europa eins der wenigen Länder, die nicht komplett. Letztens so eine Map gesehen und Deutschland ist wirklich das einzige Land, äh, wo du nur die Städte, oder die Großstädte hast, die irgendwie so ein Bestand Ich habe das Deutschland Quiz sind. tatsächlich den Eintrag gemacht und es war größtenteils Ruhrpott. Ja. Ja, ja. Also sehr, sehr, sehr viel Ruhrpott. Um, aber trotzdem muss ich mal, ich würde sagen, vielleicht äh, müsst ihr euch mal einen Account machen und wir spielen nächste Woche vor dem Podcast mal eine kleine Runde Geogesser, weil das kann man noch gegeneinander spielen, dass wir alle drei die gleiche Map spielen. Können wir mal machen. Können wir gerne mal machen. Ich habe das noch nie gespielt, aber ich gucke das gerne <laughs> auf YouTube. Es gibt da einen, den ich gerne verfolge. Ich glaube, der heißt GeoWizard oder sowas. Das ist genau der, den ich auf Twitch gesehen habe. Ja. <laughs> genau ist der. der. Ist das ein deutscher YouTuber? Dankball. Nee, nee, das ist, der aber, Typ weiß aber so, okay, hey, die, die Pylonen hier an den Laternen sind gelb-weiß. Alles klar, wir sind mal leise, ja. ja. Der, der macht jetzt gerade, hat er ein Video hochgeladen, das heißt, das ist äh, eine neue Kategorie, die gibt es auch noch nicht so lange, die wird noch nicht so lange gemacht. Das ist 10 Sekunden, no scroll, no pan, no move, no nothing. Das heißt, er hat 10 Sekunden Zeit, er guckt sich 10 Sekunden die Ausgangslage an und er ist verdammt gut. Das ist immer so 30 bis 200 Kilometer ungefähr. Das das ist halt als würde er sonst für die CIA arbeiten und da irgendwelche Bilder irgendwie für, für, für ein Geheimnis analysieren. Er, er, er guckt sich das Bild auch an, zehn Sekunden, dann klickt er da hin und danach erklärt er da auch, wie er da drauf gekommen ist. Ja, also man hat ja jetzt hier gesehen, die Schatten kommen von da, das heißt die Sonne muss da sein, die Mittagssonne ist da, das heißt wir müssen auf der Hemisphäre sein und... Geisteskrank. Ja, nicht schlecht. schlecht. Das ist schon echt heftig. Um, Aber es ist, weiß ich nicht, das Spiel macht echt... Dafür, das ist eigentlich wirklich einfach so ein Wissen, also was heißt ein Wissensspiel? Du kannst entweder dumm raten oder du versuchst es wirklich herauszufinden. Dafür mm. ist es halt irgendwie echt geil. Mm. Ja, es ist also, ja witzig, was heute das alles möglich schon. ist, dass du mit so einer Scheiße auch schon richtig rumspielst und so ein Kram. Verrück. Ja. Um, nee, aber das war es sonst auch. So sollen wir mit den News weitermachen? Millie, hattest, warst ja. du wirklich schon durch mit Survivalist? Hast du hast da vielleicht noch ein Fazit zu oder so? Ich meine, ich glaube, du hast allerhöchstens erklärt, was man darum macht. Ja, viel mehr gibt es dazu auch gar nicht zu sagen. Also, ich finde, es ist ganz nett, aber Psst. ich habe es ich auch nur 20 Minuten oder sowas gespielt. Ich bin dann irgendwann gestorben an, äh, an irgendeinem so Wildschwein oder sowas und dann hatte ich keinen Bock mehr. Ja, okay. Es ist ganz nett, aber es ist halt, weißt du, so ein. So ein endlos spielende Demo finde ich immer schwierig. Wenn du nicht so wie bei Grounded so ein Timelimit hast, dass du sagst, okay, du hast jetzt hier eine Ziel Quest in 30 ne? Minuten, sonst hier genau. Weil das ist wirklich so, okay, du hast zwar auch eine Quest, aber das ist so, du wirst so reingeworfen und du hast das Gefühl, okay, ich könnte jetzt hier zwei Stunden spielen. Aber irgendwie, mir fehlt das mit und das Endgame, und ich kann nur zwei Stunden lang das Early-Game machen, ist die Motivation irgendwie ein bisschen... Ja, ne, klar, verstehe Es sah ich. ganz witzig aus, ich finde die Sache mit den Affen witzig, dass du die antrainierst, anstatt denen einfach zu sagen, hey, hack Holz. Ne, genau, du machst halt richtig den Lernprozess mit denen durch. Ja, ja. ja. aber man muss sich später mal angucken, wenn es rauskommt, wie das aussieht, also ja. schwierig noch. Ich ja. okay. will noch nicht zu viel versprechen. Hm. News? <laughs> Genau damit kam auch hier gerade die Nachricht an. Ich würde sagen, wir fangen einfach mit EA Play an, oder? Weil das war so die große Konferenz der letzten Woche, die, ja. ähm, die stattgefunden hat. Und äh, ich würde sagen, ich, wir eröffnen erstmal mit äh, Miller. Also, wir schreiben das Jahr 2020. <laughs> und zum einen bin ich überhappy und zum anderen bin ich auch ein bisschen enttäuscht, weil der Running Gag jetzt halt einfach vorbei ist, ne? Ja. Oh, Miller, ich glaube nein. Nee, ich glaube zwei, zwei, drei lange. Jahre haben wir, für, haben wir von dem ja. Running Gag noch. Also erstmal, um jetzt zu sagen, Skate 4 bzw. ein neues Skate-Spiel wurde offiziell angekündigt. Es gab auch nur eine Ankündigung bisher, kein Videomaterial, nichts. Es ist noch sehr early in äh, Development. Das Einzige, was man weiß, ist, dass ja schon mal. Äh, was, was ich vorher auch noch gar nicht so auf dem Zettel hatte, was, wo, wo ich aber dadurch drauf gestoßen bin, dass schon mal die Rede war, dass Skate kommen soll und da hatte äh, EA wohl jemanden gefragt, einen Szene bekannten Typen so, der sich äh, in der Skate- und Computerszene auf jeden Fall bestens auskennt und er meinte nur, lass die Scheiße, keiner will äh, eine Mobile-Skate-Version, weil die ein Mobile-Skate machen wollten. Danach ist es ja. erstmal still geworden und jetzt endlich haben sie sich gemeldet und ja, es wird kommen. Aber es steht schon und fest, dass das kein Mobile dann wird? Oder ist das das Einzige, was man dazu weiß, von wegen? Das Einzige, was man weiß, ist dieser kleine Clip von der EA Play. Und wirklich mhm. viel wird dann nicht gesagt. Es ist aber. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass das irgendwie. Also. Ich will nicht sagen, dass das Spiel hundertprozentig mega geil wird. Keine Ahnung, weil du hast halt noch nichts gesehen, du weißt gar nichts. Nee. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Mobile Game wird. Weil. Oder Aber irgend sowas, so eine Abzocke oder ein Remake oder so, das wird schon ein richtiges neues Skate. Ja, gerade weil, ich, das war auch auf Reddit und so, das war ja eine der meistgelesen, meistgelesensten News und eine der meistgelikten News auch so, dass das praktisch gekommen ist. Weil sonst kam ja auch nicht viel in der ganzen e Play und darüber haben, glaube ich, die Leute am ehesten geredet. Obwohl ja wirklich, wie gesagt, nichts bekannt ist. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, als wenn auf jeden Fall Skate-Spiele wieder so... ein... Zumindest so ein Mini-Aufwind langsam wieder haben mit Session. Ja, natürlich. Und ich weiß nicht, wie das andere hieß, da gab es noch ein zweites irgendwie. Ja, Session gar nicht so, aber Skater XL ist ja jetzt vor kurzem genau. äh, released worden. Dann, hat es ja dann hat, wurde Tony Hawk's Pro Skater, die äh, Dings angekündigt. Das Remake, da also ja genau. Und es jetzt das, also es geht langsam wieder in so eine Richtung, wo man zumindest als Skate-Videospiel-Fan mal wieder hoffen kann, dass da irgendwas mit dabei ist, was einen so ein bisschen so diesen... Diesen Juckreiz man wegnimmt. Ist, man muss gar nicht mehr hoffen. Für jeden wird was dabei sein. Weil selbst wenn, selbst wenn Skate scheiße werden sollte, dann hast du immer noch Session und Skater XL, die in die Richtung gehen, aber irgendwie auch was anderes sind. Das heißt, selbst wenn du dich mit Skate nie anfreunden kannst, kann es gut sein, dass eins der beiden Spiele dir gefällt. Und falls dir das alles ein bisschen zu realistisch ist und du einfach ein bisschen Double Kickflips mit äh, Backspins und danach ein Grind auf. Äh, was weiß ich, wo machen wir es denn? Gib ihm halt Tony Hawk, weißt du? Ja, genau. Das heißt, es ist so. wirklich wieder was dabei für mehrere Es Kategorien. Ist eine gute Zeit, als äh, Skateboardspiel-Fan zu sein, glaube ich. Ja, ja. ja. Freue mich für dich, Miller. Ich glaube, du warst da ja. Ich bin auch echt. Ja, also ich bin auch mega happy. Ich bin auch, ich bin auch echt glücklich, dass sie es auch nochmal kommuniziert haben, dass es auch es hat, es hat was gebracht, dass die Leute so durchgedreht sind und überall die Skate-Memes kamen, weil es war ja wirklich so: Du hast irgendwelche E3-Sachen letztes Jahr gehabt, und bevor es losging, stand auf Twitch im Chat nur irgendwas von, äh, endlich wird Skate angekündigt, und als, das, als EA vorbei war, war so: Fuck, Skate wurde nicht angekündigt. Ja, es geht so ein bisschen unter im großen Mainstream, aber die Skate-Community war immer da und hat immer weiter Druck gemacht, und jetzt haben wir es erreicht. Ja, ja, ja. Deswegen die beiden Entwickler da auch, die da irgendwie waren, die waren ja auch super. Sympathisch ja. und happy, einfach nur, dass es einfach überhaupt irgendwas passiert. Es ist soweit. <laughs> ja. Ja. Ansonsten, ja ähm, ansonsten wirklich nicht allzu viel passiert. Ich würde sagen, das andere große Highlight war wahrscheinlich äh, Star Wars Squadron. Ja. ja das, das ist das äh, Einzige, was wirklich gelohnt hat, ja, halt. sich das Deswegen anzugucken. Finde ich nicht. Ich persönlich mein Highlight von der ganzen Konferenz, abgesehen von Skate 4 und das auch hauptsächlich eigentlich nur, weil ich mich für Miller gefreut habe. Mhm. Ähm, ist, äh, die hatten in der Mitte ja so einen kleinen Indie-Blog gezeigt, wo ja mhm. zum Beispiel auch das neue Spiel von äh, hier Fuck the Oscars, sein Name entfällt mir gerade, äh, äh, gezeigt wurde. Joseph Fars Ferris oder wie er heißt, keine Ahnung. Farris. Ferris, ja. Ferris. Ähm, das wurde ja gezeigt. Und ähm, das war aber ein anderes Spiel noch mit bei. Irgendwas mit Random hieß das. Lost in Random? Ist das Lost in Random? Das fand ja, ich sah okay, richtig, ja. richtig cool aus. Mit diesen Dice, ich guck mir gerade den Trailer nebenbei noch an hier. Ja, ähm, genau, das war, das war dieses Spiel, wo du spielst so ein kleines Mädchen, was in so einer, sag mal, ein bisschen gruselig aussehenden Welt. ändert. mich so ein bisschen an Tim Burton vom, mh, vom, vom, vom Grunddesign Ziel. her. Ja. Wo die quasi dort verloren ist und sie hat quasi so eine Art Haustier, das ist ein Würfel. Und viel äh, ja, mehr hat man davon nicht gesehen, aber ich fand, es sah irgendwie super nice aus, so vom, vom Design her einfach. Ja, okay, gut, es sah ganz nett aus, aber du hast ja auch kein richtiges Gameplay gesehen oder so. Es ist eine, so ein mal, ein Action-Adventure, ne? im Stil von jetzt sowas wie Zelda oder so. Ja, definitiv, ja. aber du hast es ja nicht gesehen und finde dann... Doch, 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 die haben das gezeigt. Oh, das waren kleine Gameplay-Ausschnitte, so war, haben mini, sie gezeigt. Minimaler ja, Scheiß, so. <laughs> Man hatte schon, ich hatte, ich hatte das Gefühl, man konnte, hatte eine Vorstellung davon gekriegt, was für eine Art und ein Spiel das ist. Ja, okay, gut, das, das stimmt wohl schon. Um. Ich weiß nicht, aber es ist auch nur in die Games. Es, so. also es ist, ist es natürlich ist noch nichts in Stein gemeißelt, das ist so ein Spiel mit einem Trailer, das kann sich noch um 180 Grad drehen, das kann nachher noch ein Fußballspiel sein, wenn es fertig ist, aber ja, die, ja. die Grundidee ist schon mal ein bisschen bekannt, was, worauf sie hinaus wollen, finde ich. ja, ja. ja. Ja, aber gut, wenn das das einzige andere ist, neben Skate 4 und ansonsten ja, nur gesagt. Und äh, Squadrons war schon, das war cool. Ich habe irgendwie nicht, da, das wurde ja schon letzte Woche schon irgendwo mal so ein CGI-Trailer irgendwo glaub, bei der Sony-Pressekonferenz oder so gezeigt oder davor schon. Nee, das wurde vor, das Spiel ist geleakt und dann haben sie, ähm, haben sie vorher was gezeigt. Ja, genau, genau. Also so, es war schon also so ein bisschen Real bekannt. Aber dann kam ja wirklich richtig Gameplay. So, und das fand ich halt cool. Das war, es wurde auch wirklich richtig was erzählt zu den die verschiedene ähm, Flieger und verschiedene äh, Klassen, die du halt irgendwie einsetzen kannst und so. Und ähm, es, es erinnerte stark an den Battlefront Star Wars Battlefront 2-Abschnitt, der halt irgendwie im Weltraum spielt. Bloß das ist Mit halt einem ein großen Unterschied, es ist ein 5 gegen freines 5 gegen 5 spielen. Das finde ich daran so also, faszinierend, weil da hast du ja fast schon so ein Competitive-Setting irgendwie dafür. Also aller CSGO yeah. oder so, bloß halt ein Weltraum mm -hmm. zu fucking Raumschiffen. Ähm. Und dann ja auch mit den, wie gesagt, mit den verschiedenen Klassen und so, da wird es ja dann ja auch spannend von wegen, okay, was, was nehme ich jetzt mit und wie äh, deichen wir unser Team aus, dass das ähm, funktioniert und so. Das sah schon witzig aus so. Und es gibt ja, ja auch, auch noch KI, die ja trotzdem dann auch noch mitfliegt, ne? Also du bist ja nicht nur mit äh, Spielern da unterwegs, sondern ja auch mit richtigen ähm, KI-Spielern noch, die da irgendwie rum rumdüsen und so, die du noch wegholen kannst und so. Ähm, und da hast du dieses, dass du da die großen Schiffe von den anderen. Äh, dass du halt die anderen großen Schiffe halt angreifen kannst und so einen Scheiß und sah schon witzig aus, also so, warum nicht Ja, ich finde ich bin, weiß nicht, wie cool ich das finde, dass das so ein klassenbasiertes Spiel ist, also das sah sehr ich will, jetzt, ich will nicht sagen overwatchig aber doch irgendwo ein bisschen overwatchig für mich aus, mhm. so vom mhm. Grundding es gab die Heilerschiffe, es gab die Tankschiffe so, das gab da doch schon eine relativ klare Aufteilung, wer wie für was zuständig ist Macht aber auch irgendwo Sinn, rein davon her, was es für äh, Schiffstypen im Star Wars-Universum gibt. Ja, ähm, aber es, ich, es hörte sich ein bisschen für mich so an, von dem, was gesagt wurde, als wäre es auch so, dass du, weißt du, du hast Cooldown-Fähigkeiten und so solche Sachen. Hm. Ähm, ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen traurig darüber, dass es nur First Person ist. Also du, es gibt keine Möglichkeit, quasi dein Schiff von außen zu sehen, sondern du fliegst wirklich ausschließlich nur aus der Cockpit-Perspektive. Und cool. ich. Äh, das einzige vergleichbare Spiel, was ich jemals gespielt habe, ist das, äh, wie heißt es? Ähm, für ein Gamecube, Rogue Squadron 3, ja. glaube ich, war das. Und äh, das, das war schon echt ein ganz nice Spiel. Da hat man halt das Raumschiff von hinten gesehen. Und gerade, das Spiel sah ja doch auch optisch relativ beeindruckend aus. Hätte ich ganz schön gefunden, wenn das hier auch möglich gewesen wäre. Ist eine Sache ist mir so rausgestochen. Mhm. Und das finde ich auch ganz witzig, weil es halt einfach. Es liegt einfach daran, dass es EA ist und ein Star Wars-Spiel. Aber ist euch das aufgefallen, was sie gesagt haben bei den Customizations und alles, dass alles freispielbar ist? Ja, es gibt keine, es wird gar keine Microtransactions zu dem Spiel geben. Ja, die haben, die haben, die haben tatsächlich rausgelernt gelernt aus der ganzen Geschichte. Ja. Ich finde es auch so faszinierend. Es läuft in zwei, drei Jahren läuft da die, die, die Lizenz aus und plötzlich kommt doch noch mal Star Wars-Spiele. Und so es ist nicht jetzt. kein Vollpreisspiel. ne? Es ist nur ein 40-Euro-Spiel. Mhm. Mhm. Mit Singleplayer-Kampagne. Ja, also es EA? ist einfach nicht meine Art an Spiel. Ich glaube, das ist eher so, dass mein, mein Hauptkritikpunkt ist, hat nichts mit dem, was sie gezeigt haben oder dem Spiel so zu tun, sondern es ist einfach, ja, es ist nimmt Nimm mich persönlich holt das nicht ab, aber es hat nichts mit dem Spiel. Ich sehe es halt nichts ein bisschen ähnlich. Es braucht irgendwie noch da fehlen so ein bisschen ein zwei Kniffe im Gameplay und so. Was Spielmodi angeht, die Level angeht oder so, dass, da, dass man das Gefühl hat, so, okay, das, das kann mich engagieren für einen langen Zeitraum wie ein Counter-Strike oder ein Overwatch oder halt ein Competitive-Multiplayer-Spiel. Ja, ja. Ansonsten glaube ich, wird das auch an mir vorbeiziehen, wenn da nicht irgendwie. Ich finde, das ist aber eigentlich das, was einfach in den Spielkatalog noch fehlt aktuell. Einfach ein aktuelles Star Wars-Raumschiff-Fighter-Spiel, mhm. äh, keine Ahnung. Ich meine, das ist ja das, wofür Star Wars so mit, mit den X-Wings und TIE dann so einfach am, am berühmtesten ist. Aber es ist auch schon lange her, muss man ja. Überlegt mal, wie, also das letzte von den Spielen ist, glaube ich, Rogue Squadron für den Gamecube gewesen. Das ist 2005 oder so rausgekommen, oder ja, aber das, genau das meine ich ja. 15 Jahre jetzt her. Und es wird Zeit eigentlich mal für, wieder für so ein Spiel. Und wenn es dann nur 40 Euro kostet und ähm, halt sogar ein bisschen noch Überlegung einfach in der Tiefe drin ist mit den Klassensystemen und so, und das funktioniert ganz gut. Ist okay, dass sie... Also wenn irgendwer so ein, so ein, so ein Star-Wars-Spiel noch mal rausbringt, dann wahrscheinlich eher EA als... Weil es halt so klischeebehaftet einfach... einfach simpel ist. Wenn ihr versteht, was ich meine. Nicht wirklich. Mit dem, was, man, so davon, mit dem, was so man davon möglich. will, Miller, du weißt, weißt mehr, was ich meine? Weil <laughs> es einfach so... Es ist so typisch, <laughs> keine Ahnung. Ähnlicher Fragen in der Blick. Ich weiß nicht... Ja, das macht Sinn. Wir, haben, wir kennen diese Art an Spiel. Das ist ein Star-Wars-Spiel, was... Ja, Star Wars hat Raumschiffe. Warum sollten wir dann kein Raumschiffspiel haben? Aber... Ist es jetzt, also für mich ist es einfach kein Spiel, wo ich sage, hey, okay, das brauche ich jetzt. So, das ist, nee. wäre meine erste Wahl, was ein Star Wars Spiel angeht. Und ja. ähm, ich habe auch das Gefühl, dass die Tatsache, dass sie sagen, hey, das ist ein 40-Euro-Spiel und das ist nur, das ist hat keine Microtransactions, das ist, glaube ich, eher sowas, was, hey, wie, das haben wir, das ist jetzt kein, ich erwarte nicht, dass das ein Riesentitel ist. Nee. Und das ist so ein bisschen auch das, was mich bei der EA-Konferenz enttäuscht hat, ist, die hatten gar keinen Riesentitel. Okay. Nee. So, ja, das das eigentlich hat die nichts. Wenn du das sogar jetzt auch noch mal abziehen solltest, so, dann hast, dann, ja, ich, weiß nicht, dann hast ja, du ja eigentlich. Also, du, hast du bei jeder IGN Expo mehr gesehen eigentlich als hier jetzt so. Ja, ja, nee, das ist so ein bisschen, war so ein bisschen mein Problem mit der ganzen, mit der ganzen Veranstaltung, muss ich sagen. Dass einfach die, das fehlt, Zum Beispiel, es ist die ganze Zeit ja schon, geht das Gerücht ja um, dass ein ähm, eine mass Effect trilogie rauskommen soll. Und ja. die soll ja dieses Jahr sogar noch erscheinen. Und das haben mehrere Personen ja mittlerweile auch, äh, auch berichtet. Aber wo ist die? Wäre mhm. ja, der perfekte Zeitpunkt für die Ankündigung gewesen. Sie hatten ja. ja kurz gezeigt, dass BioWare und ein paar andere Studios irgendwie an so einem Next-Gen-Scheiß arbeitet. Ja, das war ja der größte Blödsinn. Die haben quasi, für Leute, die es nicht gesehen haben, die haben in der Mitte von dem ganzen, von der ganzen Veranstaltung, haben sie. Ähm, ja, so ein Sizzle-Reel quasi gezeigt, dass EA ist ready for next gen oder irgendwie so ein Blödsinn, weiß was ich, was da stand. Und ich wette mit dir, dass die Bilder, die dort eindeutig quasi uns suggerieren sollen, hey, ja, Bioware arbeitet dem Spiel. Das ist kein Teil von irgendeinem Spiel. 100 <laughs> das tatsächlich nicht. Das, das, das wurde einfach, einfach, nur, einfach nur, Das waren ja. einfach nur irgendwelche Ränder. Mhm, ja, ja, ja. ich weiß auch nicht. Also ganz komische also was heißt ganz komisch? Die einfach eine schwache, die war einfach schwach. Ja. Wäre das ja. Geld nicht gewesen wäre da gar nichts, worüber man reden muss, großartig. Nee. Über eine Sache Michi, möchte ich noch kurz mit dir reden, und zwar, du hattest gesagt, du fandest den Moderator super scheiße, und ich muss sagen, das war das einzige Gute an der ganzen Sache, war, ich fand, dass die Moderation und die Art und Weise, wie, das, wie, wie die Informationen, die mich nicht interessiert haben, präsentiert wurden, waren gut. Ja, okay, also so Nachhinein, wo du es dann auch gesagt hast, also keine Ahnung, ich fand ihn halt nicht so witzig, ich denke mal, das ist ja auch immer rein objektiv betrachtet. Auf jeden Fall. Er war nicht unsympathisch. Subjektiv. Genau. Subjektiv, ja subjektiv genau. Ja. Sub subjektiv, genau. Ähm, er war auf jeden Fall irgendwie nicht unsympathisch, das will ich schon sagen, aber ich weiß nicht, den, den hast, du hast halt nichts, um, um praktisch über ihn drüber hinwegzukommen. Und dann musst du dich, kannst dich ja nur noch. Oder hast du da irgendwie, weiß ich nicht, und dann kann er das auf jeden Fall nicht tragen, so eine ganze, ganze Moderation von so einer Gaming-Veranstaltung, finde ich. Also nee. Ich war da sehr, sehr weiß, enttäuscht. Also ich weiß, was du meinst. Äh, er ist nicht quasi in der Lage, das allein zu retten. Aber ich fand, dass er, das, was er gemacht hat, war. Er hat es jetzt nicht unbedingt schlechter gemacht. Nee. Ähm, ja, ich glaube, dann können wir eigentlich auch. was war's mit mit EA, oder? Mhm. Dann ist nächsten Monat noch dann Xbox und wann, wann ist Uplay und ist, äh, Ubisoft? Ubisoft ist Ubisoft Forward ist irgendwann am. Ähm, ich glaube. Ich glaube am 14. nächsten Monat ist Ubisoft Forward. Warte ich, War ich irgendwie am Erinnerung 20. herum dann die Xbox-Geschichte? Die Xbox hat keinen Termin bisher. Ah, das ist einfach nur Sommer wahrscheinlich irgendwie. Genau. Ja. Um, First-Party-Titel, ne? Die, ich, ja, also ich, das ist noch eine Sache, wo ich echt gespannt bin, muss ich sagen. Was zeigen die da tatsächlich alles? Weil, genau. ja, es wird First-Party-Titel müssen sie im Endeffekt zeigen, da geht nicht wirklich irgendwie ein Weg drum aber das kann auch nicht alles sein. Ich habe das Gefühl, die müssen noch ein bisschen mehr zeigen. Und es gehen ja auch wieder unmengen an Gerüchten rum. Ich weiß nicht, ob ihr das so ein bisschen verfolgt habt, was die Sachen angeht mit äh, Xbox-Gerüchten. Ähm, und zwar, dass die auf jeden Fall deutlich stärker sein soll, irgendwie als... Nee, wir wissen die Specs. Die Specs sind, stehen fest für die Xbox. Aber von wegen, dass sie... Mhm. Ja, okay. Nee, dann kann ähm, nee, nee, es ging, die Sachen, die jetzt gerade rumgingen, waren, dass ähm, irgendwelche Insider, ich sag's mal in Anführungsstrichen, haben gesagt, dass... Microsofts primäre, primäres Problem gerade ist quasi den Preis festzulegen und sie wollen halt, wie wir das ja auch schon häufiger darüber geschnackt haben, wollen halt einfach abwarten, was macht, äh, was macht Sony, weil das wird maßgeblich bestimmen, was sie machen. Und äh, der Series S, über die wir ja schon, über die wir ja noch nichts offiziell wissen, aber es wurden jetzt auch schon Patente dafür angemeldet und so ein Kram, also es ist im Endeffekt nur eine Frage der Zeit, bis wir davon erfahren, soll wohl nur halb so viel kosten. Halb so viel wie, äh, wie, die X, äh, wie die Series X. Ja, die haben die geredet. 150 Euro weniger oder so, aber nicht halb so viel. Wenn die wirklich jetzt irgendwie 600, 500 Euro kostet, die Dings, und dann 250 nur für die S. Oder was halt die, was sein könnte, ne, wenn Sony auch sagt, hey, alles klar, wir fressen ein bisschen was von dem Preis erstmal am Anfang. 400, 200, das wäre eine Kampfansage. Alter Schwede. Fass das wäre. Aber wenn ich jetzt höre halben Preis, dann sehe ich das eher in Richtung 600, 300 als 300. Finde ich auch realistisch. Finde ich auch realistisch. Dann machst du ein Premium-Modell praktisch mit der 600 und die 300 das halt für ja, seine genau. mehr kostet. Ich will 600 die machen die nicht. 600, halt, nur, ich ja, kann ja, mir nur bei Sony Microsoft vorstellen, und. dass die 600 machen. Das ist bei, bei, bei den anderen, kann ich bei Microsoft kann ich es mir beim besten nicht vorstellen. Das ja, wäre ein Nagel. Wenn Microsoft davon ausgeht, dass Sony auch in dem Dreh ist, dass wir mit unseren 500, 550 einfach off sind, dass die eher an 600, 700 denken, die, mm, die von... Preis die, ich glaube, also die warten, glaub, also entweder sie warten ab oder sie kommen einfach direkt mit dem niedrigeren Preis und zwingen quasi Sony dazu, entweder mitzugehen oder den höheren Preis zu haben. Ich <laughs> sehe es eh schon kommen. Die Konsolen werden rauskommen ohne Preis. <laughs> Weil du, gehst hin, du gehst hin und gibst den Geld und entweder du kriegst sie mit dem Geld oder nicht. Wie ja. <laughs> so eine Börse, Alter. Ja, der, was der das. Preis der Xbox und der Playstation wird bald an der Börse gehandelt. <laughs> ja. es also, ist, das ist tatsächlich eine Sache, die mich an dieser ganzen Geschichte tierisch nervt. Ich möchte eine ja. Vorbestellung abgeben. Ich möchte wissen, was die Dinger kosten und so. Das ist so... Ah, es ist dadurch, dass das, das das Einzige, ich finde eigentlich das ganz cool diesen Sommer mit den ganzen Events, die alle aufgeteilt sind, so hat man immer ein bisschen was. Ich persönlich finde das, glaube ich, also ich glaube, ich mag es lieber als die E3. Mm. Um, aber die Tatsache, dass wir jetzt in einem Jahr, in dem neue Konsolen rauskommen, so lange warten müssen, ist oh, ich mm. weiß nicht. Es mm. nervt. Es nervt einfach. Das ist einfach ein bisschen nervig. Ja, 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 ja. Aber es ist halt auch einfach spannend, weil man halt auch einfach aufgeregt ist und man hat bald Bock auf. Ja, und man hat jede, wir haben jede Woche hier was zu reden. Also von daher. <laughs> definitiv, definitiv. Also und ich würde auch, auch sagen, dass einige, einige Sachen, die jetzt halt stattdessen von der E3 gemacht werden und so, sind ja auch ein paar Sachen, die du auf jeden Fall auch für die Zukunft übernehmen solltest. Ja, jetzt zum Beispiel das mit Steam. Das finde ich richtig cool, muss ich sagen. Ja, genau, da bin ich auch einfach, einfach angetan von. Um, und ich glaube, Microsoft macht sowas auch nochmal, wenn ich das richtig verstanden habe. Aber dann auf der Xbox. Ich glaube nicht im Microsoft Store. Also mhm. auf dem Windows-Store. Ähm, wollen wir mit den News weitermachen? Machen wir. Und zwar, äh, ATT, das sind, äh, es ist ein riesen Internetkonzern in den Vereinigten Staaten. Das sind diejenigen, denen Warner Brothers auch gehört. Und ein Teil davon, ist, äh, ein Teil davon ist WB Games. Da gehören so Sachen wie, die, wie Rocksteady dazu oder Netherrealm oder auch halt die ganzen eigenen Studios von Warner Brothers. Und ja, AT&T, sag ich mal, denen geht's gerade finanziell nicht ganz so gut und jetzt wollen sie ein paar von ihren, äh, von den Sachen, die, die, die ihnen so gehören, halt gerne verkaufen und eins der Dinge, die sie verkaufen wollen, ist halt dieser ganze Spielezweig. Finde ich krass, dass du gleich eine ganze Bra also so ein so ganze Zweig komplett abstößt, so. Und ich würde ja. sagen, das sind ja auch eigentlich alles, das war ja jetzt ist Rocksteady, nicht Batman und so, keine Ahnung. Genau, oder? das sind alles, das ist, finde ich, das Heftigste an der Sache, dass Okay, Warner Brothers Games selber, die Qualität der Spiele, die die rausgebracht haben, ist, sag ich mal, so meh. Mhm. So, wenn ich jetzt so an Batman Origins denke. Um, aber Netherrealm ist, würde ich sagen, auf jeden Fall. Ist das eins nicht die von... Lego-Geschichte? Netherrealm? Nee, du? Netherrealm ist Mortal Kombat und ah, Injustice. Ja, okay. Wer, wer macht denn die Lego-Spiele? Ich meine, die sind doch arsch erfolgreich, oder? Äh, die Lego-Spiele sind Traveler's Tales, glaube ich, heißt okay. das Studio, was die macht. Noch nie gehört, ähm, aber ganz im Ernst, jeder weiß, dass es diese Lego-Spiele gibt. Und... Aber die gehören auch nicht Warner Brothers. Die gehören. Disney? Ich weiß es gerade gar nicht, wem, wem Lego gehört. Okay. Ich glaub, vielleicht gehören die auch einfach nur Lego, ich habe keine Ahnung. Ähm, den gehören aber auch zum Beispiel so Sachen wie die Mittelerde-Spiele. Ähm, Shadow of Mordor und so. Sh genau. Ähm, also es gehört wirklich eine ganze Menge mit, mit, mit so dazu. Naja, und die ganze wollen 4 Milliarden anscheinend ist der Preis, den sie gerne dafür haben wollen. Um, ist halt die Frage, ob das jemand so ausgeben wird oder ob quasi die Sachen alle so Stück für Stück so à la carte verkauft werden, so das eine geht dahin, das andere geht dahin. Können wir uns das Können wir uns äh, das Crowd, Ich äh, glaube nein. Ich, ich, ich und guck mal. Michi, ich check mal einmal kurz unser Konto. Nein. Die Antwort <laughs> ist nein. <laughs> das ist so geil, wir haben auch mal ein gemeinsames Konto. <laughs> Ja, okay. Wäre auch nicht gut, wenn wir es hätten. Nee, Aber schnell ja. nachgeguckt, sag ich mal. Ja, äh, schnell nachgeguckt, nichts. Muss ich nichts auf mal einen Taschenrechner eintippen, um die Antwort <laughs> darauf zu kriegen. Ähm, interessant sind die Gerüchte, die darum quasi entstanden sind, weil ich sag mal, die typischen Größen sind natürlich im Gespräch. Microsoft, äh, äh, Take Two habe ich, äh, hab ich gehört, Activision und schnell. EA. Ähm, EA wäre, sag ich mal, glaube ich, EA und Activision sind, glaube ich, so die beiden, wo man als Gamer hofft, dass das nicht der Fall sein wird. Mhm. Ähm. Aber ich, meine persönliche Vermutung ist, dass nicht alle auf einmal verkauft werden. Also, weil man überlegt mal, wie viele Angestellte das sind. Und so wie ich das verstanden habe, werden die IPs nicht mitverkauft, sondern die IPs werden weiter als Lizenzverträge quasi von, von Warner Brothers an, an die ganzen einzelnen Studios äh, ausgegeben. Es geht quasi wirklich nur einzeln, einzig und allein um den Verkauf von den Studios. Ja, äh, äh. ja, und wenn und, du dann das ganze Paket gleich kaufst, musst du für die auch alle, was du tun, sprichst musst du, musst die Lizenzen dazu auch noch mitkaufen und Nicht Zeit nur das. Selbst wenn du sagst, hey alles klar, wir scheißen auf die Lizenzen, ihr macht jetzt andere Spiele, du musst so ein Studio hat 400 plus Mitarbeiter, die musst du alle bezahlen. Mm. So, das ist nicht, das ist mit den 4 Milliarden nicht, längst ja nicht getan, wenn du, wenn du so eine große Menge an Studios platzierst. Wobei aber auch solche, solche Firmen wie EA und Activision das schon auch irgendwie sich leisten könnten. Zumindest wenn die da wirklich einen konkreten Plan hätten und Genug Zeit zur Vorbereitung und so. Es ist schwierig. Ist, glaube ich, sehr schwierig. Ja. Ähm, ich glaube nicht, dass alle einen Eingehen. Ich würde schätzen, das wird alles aufgesplittet. Also, ich hoffe ein bisschen, ja. dass vielleicht Microsoft da noch mal zulangt, damit sie noch ihren First-Party-Studio-Kader ein bisschen ausbauen können. <laughs> ähm, wie. Trading Card Games, also einfach gucken, was da auf dem Markt THQ ist. THQ ne? Nordic, vielleicht gelangen die ja nochmal zu. Aber also das sind nicht ganz deren Preissegment. Die ist das, alles? <laughs> das ist zu teuer. Das ist einfach <laughs> zu teuer, der Aal. <laughs> ja. äh, nach der Konferenz sind noch so ein paar äh, Details über, also von Sony sind noch ein paar Details zu Horizon 2 rausgekommen. Eigentlich äh, hauptsächlich nur, dass der Titel 2021 rauskommen soll. Und dann noch so ein paar Details zum Spiel. Das ist halt im Endeffekt enorm viel größer sein soll als der erste. Ich habe den ersten nicht nur geringfügig gespielt, deswegen kann ich das in keine Relation wirklich setzen. Ich glaube, das ist Michi der bessere Ansprechpartner für. Der ist gut groß. Der ist toll. Ähm, aber wir haben zumindest schon mal erfahren, okay, alles klar, das ist kein Spiel, was jetzt, manche Leute haben ja auch gemutmaßt, dass das vielleicht doch noch dieses Jahr rauskommen würde, aber nee. eindeutig nicht der Fall das ist wahrscheinlich erst so ein Herbst nächstes Jahr spielen. Ja. Dann, äh, ich würde sagen, nicht ganz so schön wie Skate 4, aber Pokémon Snap. Es wird ein neues Pokémon Snap geben. Richtig mhm. nice. Auf jeden Fall auch für die Nostalgieherzen einiger Leute. Ich habe damals auch Pokémon. hieß das Pokémon Snap damals? Nee, das ja. hieß. Ja, tatsächlich, ja, ja, Pokémon Snap. Ja. ja, okay, gut. Das ist, das, wo man einfach mit so einem scheiß Safari-Auto rumgefahren ist und dann die scheiß Viecher da fotografiert hat, ne? Die Pokémon mhm. einfach. Und dann hast du das. Man, man sieht es nicht im Bild, aber es, ist, es liegt da hinten. Da, da, Richtung Zeigefinger? Ja, Zeigefinger beim Zeigefinger da ungefähr, da hinten ist es. <laughs> ja, es war, es, es war ein witziges Spiel, aber ich weiß jetzt nicht. Also, ich denke mal, einige Leute haben da richtiges, richtiges Herzblut für. Du, Jens, anscheinend auch. Es ist nicht, ich sag mal so, ich, ich bin sowieso ja doch ein großer Fan von allem, was Pokémon irgendwie mit, mit Pokémon zu tun hat und ich finde das Pokémon Snap gehört so bei mir es ist nicht so geil wie ein, wie ein voller Pokémon Titel ja. es ist ein bisschen geiler glaube ich da ein Remake ich weiß nicht so ein Let's, Let's Go äh, artiges Spiel mit äh, Silber und Gold könnte ich für dich auch noch mal ganz nice finden muss ich sagen hm. ähm, aber es ist definitiv besser als äh, Pokémon Mystery Dungeon so es ist es und vor allem ist finde ich Pokémon Snap ist so ein einzigartiges Spiel es gibt nichts anderes was so ist Nee, wo gerade. du Fotos machst und die werden da bewertet ne und so und ja ja, das also. ist irre. Auf jeden Fall eine ganz nice Sache. Und ich glaube, diese Woche ist wieder so eine Pokémon-Konferenz und da soll wieder was Neues angekündigt werden. Deswegen, äh, ne? Daumen sind gedrückt auf ein, Na? ein, Re auf ein Remake für, von, von Gold und Silber. Das wäre. Ich, ich drücke wär drück hier die Finger. Dann wäre äh, ein bisschen trauriger und für mich nicht ganz so traurig, weil ich äh, Recht behalten habe mit meiner Wette. Cyberpunk 2077 wurde erneut verschoben. Mhm. Ja, 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 ja. ja. Das neue Release-Datum ist jetzt der 19. November. Ähm, die, also die, die haben quasi ein Statement rausgehauen, was einfach, hey, das Spiel ist an sich fertig, aber wir brauchen noch mal zwei Monate, um noch mal den letzten Feinschliff, das Balancing, noch mal dem, dem Spiel zu verpassen. Ist meiner Meinung nach vollkommen okay. Ja. Ähm, interessanterweise, ähm, die Vermutung ging quasi auf, hey, haben die das gemacht, damit das quasi ungefähr im gleichen Zeitrahmen rauskommt wie die äh, Next-Gen-Konsolen. Konsolen? aber ja. Dazu hat äh, CD Projekt Red gleich entgegnet, hey nein, also ja, wenn ihr das Spiel quasi dann spielt auf der PS5 oder auf der Series X, wird es besser aussehen als auf den alten Konsolen, aber ein richtiger Next-Gen-Patch oder eine richtige Next-Gen-Version kommt dann tatsächlich erst nächstes Jahr raus. Jahr raus. Und was dann ja auch noch cool ist, ähm, dass, dass du dann ja auch praktisch, ich weiß nicht, hatten wir das jetzt schon, hier, schon erwähnt, dass wenn du das auf der PS4 oder der Xbox One halt holst, dass es dann auch automatisch auch auf der PS5 und der nächsten Xbox hast? Ja, ähm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Bei Xbox weiß ich ja, dass das so ist. Bei der PlayStation, PlayStation ist es auch so. Okay. Haben die so gesagt ja. ne? Hat ne? Ja. Haben CD Projekt, aber geht halt nicht von Microsoft und Sony aus, sondern CD Projekt Red. Ist das hat selber das ja, genau. dass so okay, ja, gratis Updates verteilen für alle. Ja, Updates, aber bei Microsoft so. sind die ja Teil von diesem Smart Delivery-Programm, ja. was, was, was die ja. Was sowieso ja. eigentlich alle Spiele dann ja wahrscheinlich äh, Next-Gen holen wird. So, ne? aber Bisher mitmachen Ubisoft, EA ja nur so halb. Das ist ja dieser, diese Geschichte, Ein mit, Jahr. du kannst das Spiel nur updaten, bis das nächste Spiel rausgekommen ist. Ja. Ähm, wie das dann bei anderen Spielen aussieht, haben sie noch gar nichts zugesagt. Ich denke mal, da werden sie lieber wollen, dass wir doppelt zu lang. Schweine. alle also ich lang auch irgendwann mal bei EA doppelt zu, ne? Aber, <lacht> <lacht> Aber anderweitig. Aber anderweitig und zwar das ist doppelt hier, Alter. Meine Güte. Dann äh, Nintendo hat überraschenderweise ein Free-to-Play-Spiel für die Switch rausgehauen. Ich habe es leider bisher noch nicht äh, gespielt und zwar heißt das Spiel Jump Rope Challenge. Du nimmst im Endeffekt die Joy-Cons in die Hand und tust so als würdest du Seil springen und dann ist irgendwie so eine kleine so ein kleiner Hase auf dem Bildschirm und macht halt, springt halt Seil mit dir. Sieht ganz nice aus. Ich werde es definitiv mal, werd mal ausprobieren. Das ist wieder als. Das ist so eine richtige Nintendo-Sache. So. Hey. Das ist ein Kleiner Haken. Ja, ein nicht, dass er irgendwann noch bei uns zu lang will, doppelt, ne? <laughs> nee, das wollen wir, das wollen wir nicht. <laughs> äh, und dann die letzte richtige News die Woche. Ähm, und zwar, Microsoft macht gerade wieder so ein bisschen mit einer von den Leuten, die bei den Arbeiten macht gerade wieder so eine kleine Pressetour, wo es um so Sachen wie Smart Delivery und sowas geht. Und eine der neuen Informationen, die dabei rausgekommen sind, ging um Xcloud. Und zwar hat er gesagt. Das äh, für dieses Jahr, also es steht, gibt ja immer noch keinen offiziellen Release für Xcloud, in die Beta kommt man relativ leicht rein, ich habe ja hier im Podcast auch schon darüber gesprochen, ähm, in Deutschland ist die Beta mittlerweile ja auch draußen. Und äh, Aber bis 2021 werden die Xcloud-Server weiterhin auf einer X, äh, Xbox One S, also der bisher schwächeren der Xbox-Version äh, quasi basieren und erst nächstes Jahr werden die dann geupgradet auf die Series X-Hardware. Hm. Finde ich jetzt persönlich nur so mittelmäßig tragisch, weil man hat ja sowieso ein bisschen Qualitätseinbußen durch Streaming und dann kleinen Handybildschirm. Da ist es meiner Meinung nach nicht so schlimm, wenn man da nicht unbedingt mit 4K 60 FPS drauf spielt. Ja. Ähm, ist nicht das, was man erwartet, wenn man sich das holt. Und ich sehe jetzt auch nicht, dass das unbedingt dieses Jahr schon ein, ein quasi öffentlich verfügbares Produkt sein wird, so in, in dem Raum. Vielleicht gegen Ende des Jahres, aber... Haben sie auch sich lange nicht mehr so wirklich zugeäußert. Und mit neuer Konsole und so haben sie vielleicht auch andere Sachen, die wichtiger sind, als da jetzt unbedingt groß viel Marketing hinter zu stecken. Ja. Äh, dann die erste Sache aus der Gerüchteküche, Crash Bandicoot 4, kann ich eigentlich aus der Gerüchteküche rausnehmen, weil wir wissen, mhm. dass das Spiel heute angekündigt wird. Ähm, hm. Soll dieses Jahr auch noch, glaube ich, rauskommen. Ich weiß, weiß gar nicht, ich hab, Oktober war es. Oktober. Ich. Ich mein, ja. Ende ok Oktober, meine ich, war das Datum, ja. was ich gelesen hatte. Ich habe es hier bei uns noch gar nicht ge geupdatet. Ich fand die Story so für die da irgendwie innerhalb des, des Spiels irgendwie drin ist. Von wegen äh, der Crash ist da ganz normal 1997 irgendwie in sein Spiel unterwegs und findet irgendeine Maske und kommt in irgendeine komische Dimension rein und so geht praktisch die Spielstory von dem vierten Teil los oder so oder so, so. Irgendwie sowas hatte ich gelesen. Ich habe mich da gar nicht, da habe ich mich gar nicht ja, weiter mit schlau gemacht. Ich habe mir das auch einmal durchgelesen. Es hörte sich sehr wirr an, alles, was die Leute <laughs> da schon raus analysiert haben. Ja, genau. Irgendwas hatten die Freischrauben ja, von irre. Äh, und dann die nächste Sache kommt quasi von einem, vom, aus dem chinesischen Twitter. Und zwar jemand, der anscheinend äh, irgendwie Zugriff zu den, der quasi dort in den Produktionsfabriken äh, irgendwie zugange ist. Und äh, er hatte einen Tweet darüber rausgehauen, was denn gerade so die Kapazitäten von den, von den beiden Konsolen angeht. Und von dem, wie er das verstanden hatte, ist das Verhältnis ungefähr 2 zu 1. Es werden also ungefähr doppelt so viele Xboxen hergestellt wie Playstations. Ja, okay, krass. Aber ich, ja, macht ja auch Sinn, gerade am Anfang. Einfach viel produzieren, wenn du es kannst. Ne? Hm. Ja, ausverkauft werden die so oder so sein. Genau. Ja, beide. Ähm, ja. Und. Gerade wegen Corona ist es wahrscheinlich sowieso gerade überall ein Wettkampf, weil die auch eine Menge ähnlicher Hardware wie zum Beispiel Handys und so weiter mittlerweile brauchen. Da äh, ist wahrscheinlich nicht verkehrt, wenn man eher ein bisschen größere, größere Rücklagen hat, so wie das bei Microsoft der Fall sein wird. Mhm. Ja. Äh, das nächste Gerücht ist, äh, geht um Netheram. Haben wir eben schon über der, darüber gesprochen, dass die verkauft werden sollen. Ähm, Ed Boone, das ist der, der Chef von dem Studio. Hat so auf Twitter so ein paar kleine Teaser rausgehauen, was deren nächstes Spiel angeht. Da hatten wir ja hier auch schon drüber gesprochen, dass die neben Mortal Kombat und Injustice noch an einem dritten Franchise wohl arbeiten. Und hat irgendwie die letzte Woche über eine ganze Menge Marvel-Quotes rausgehauen von unterschiedlichen Marvel-Charakteren, was natürlich so ein bisschen mutmaßen lässt, worum es sich da handeln könnte. Oh, solche Teaser ich sind so süß. Das Ding ist, ich könnte mir gut vorstellen, dass, das, dass er das aus Scheiß macht. Einfach treuen, <laughs> ja. ja, ich weiß nicht, ob ihr mal Interviews und so mit dem gesehen habt, der macht jetzt ja auch schon Spiele seit Anfang der 90er oder so und Kram, der ist schon irgendwie ein relativ witziger Dude. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, der will einfach nur mit den Fans fucken, weil so viele Leute quasi angekommen sind und meinten, ja Marvel-Spiel, Marvel-Spiel, Marvel-Spiel. Mhm. Also, ja okay, ich kenne ein paar Marvel-Quotes, kann ich mal raushauen, so <lacht> kontextlos. <lacht> macht euch das auf irgendwas Hoffnung? Ja? Und dann äh, die letzte Sache aus der Gerichte Küche, die wahrscheinlich auch nicht besonders lange mehr ein Gerücht bleiben wird, ist, äh, dass Warner Brothers, haben wir heute ja schon mehrfach drüber gesprochen, hat mittlerweile zwei Trademarks angemeldet und zwar einmal Suicide Squad Game und einmal Batman, Arkham, äh, Batman Gotham Knights. Also wahrscheinlich die Spiele, die einmal von Warner Brothers Montreal und einmal von äh, Rocksteady sein werden. Ja. Ist ja krass, dass in diesen ganzen Warner Brothers Geschichten, die jetzt abläuft, dass da ja auch ein Hintergrund ja auch trotzdem irgendwie noch weitergearbeitet wird, ne? Und trotzdem irgendwie weiter dahin. Irgendwie ja, warum? Die, die, die Spiele, die jetzt ja auch gemacht werden, die fallen ja nicht dann unter, wer auch immer die kauft. Nee, genau, weil die gehören ja noch offiziell in alles noch Warner Brothers, ne? Ja. Du musst das ja praktisch. auch irgendwo als, Ach, schön, äh, Headset <laughs> als Anpreisung sehen, für beziehungsweise als Werbung für das Produkt, was du verkaufen willst. Also, wenn naja, äh, du die wegen... Studios jetzt als Produkt siehst, du, du willst es verkaufen, das heißt, du willst dem möglichen potenziellen Käufer das sagen: Gefühl Hey, ja, hier wird mhm. noch gearbeitet, hier läuft das alles. Gerade auch, weil die IPs nicht verkauft werden, sondern dann nur lizenziert werden, das heißt, Du willst denn ja auch, dass die IPs auch weitergeführt werden und nicht einfach nur die Studios gekauft wird und damit was Neues gemacht wird. Mhm. So macht schon Sinn irgendwie, ne? Naja, ja, ja, ja. Also ich glaube auch, dass ähm, das es geht ja auch nicht, glaube ich, der Verkauf geht ja auch null um die Qualität der Spiele, sondern einfach darum, dass ATT Kohle braucht. Ja, genau, das genau. Eine Sache, und das wahrscheinlich so eine Sache ist, die sich noch verhältnismäßig leicht verkaufen lässt, weil einfach der Wert so eindeutig ist von den Studios ja. und von den Sachen, die die so bisher gemacht haben. Ja. Ähm, ja, ich glaube, dann haben wir es auch soweit mit den News. Dann <laughs> M Miyi? haben wir <laughs> eine Mail. <laughs> wir haben nämlich noch eine Mail gekriegt von Desert. Ähm, ich würde sagen, die knall ich dann jetzt einmal raus. Knall sie raus. Sie. Knall sie raus. Hallo Jungs, hallo Jungs, nun ist es soweit. Folge 100 und immer noch so gut wie die erste. Gerade die beiden letzten Folgen zu Ende bekommen, hing also hinterher. Deswegen bekommt ihr zur Folge 101 eine größere Mail. Ich habe noch mal eine Bitte an euch. Ich hatte doch schon mal euch wegen einem PC-Würfel äh, angesprochen für Steam-Spiele. Könnt ihr mir noch mal circa eine Summe sagen, womit ich rechnen müsste und worauf man achten müsste, um einen Würfel am Fernseher anzuschließen? Ähm, da würde ich mich Ajo, freuen, wenn wir auch. mal wieder ein Handy-Game oder ein anderes Spiel als Challenge ins Leben rufen können. Das können wir demnächst mal wieder machen. Aber ja, erstmal, du wolltest so gerade anfangen, ihm? Äh, ja, das Ganze hieß Steam-Link. Die Hardware-Variante gibt es nicht mehr davon, aber es gibt die App. Das heißt, wenn du einen Fernseher hast mit äh, Smart Ich glaube, glaub, der meint was ganz anderes. Was? Er redet davon, ja? dass er möchte so ein Mini-ATX-Gehäuse kaufen und möchte Ach dort so. einen PC drinnen zusammenbauen, der ja, wie eine okay. Konsole quasi an seinen Fernseher angeschlossen ist. Ein richtiger PC-Würfel, ja. so richtig. Genau, ja, ähm, ja, ein richtiger PC. Ich, also vielleicht, wir könnten, wir könnten vielleicht zur nächsten Woche da mal ein bisschen was Konkreteres auch zu raussuchen, würde ich fast sagen. Aber so ja. grundsätzlich. Ähm, wegen dem PC-Würfel, wie viel ungefähr die Summe, mit der man rechnen muss. Ich würde behaupten, gerade jetzt, in diesem Moment, ist eine schlechte Zeit, PC-Hardware-Teile zu kaufen, einfach weil es kommen dieses Jahr noch neue Nvidia-Grafikkarten raus und erfahrungsgemäß sind die immer 20-30% besser bei gleichem Preis wie die Vorgängermodelle ungefähr. Und das lohnt sich oft dann schon noch zu warten, würde ich, würd ich einfach mal so sagen. Und AMD hat gerade den Release von den neuen Risen-Prozessoren auf Anfang nächsten Jahres verschoben. Die sollten eigentlich im Herbst rauskommen und die wurden jetzt, glaube ich, auf Januar oder sowas. Ich glaube, Januar hatten sie das gesagt. Das heißt, bis dahin rauskommen. vielleicht warten. Bis, man bis dahin sieht. lohnt sich das vermutlich eher zu warten, weil man doch wahrscheinlich deutlich mehr fürs gleiche Geld kriegt. So grundsätzlich zum Preis ich hab mich ich, Da müsste ich mich mal schlau machen, wie viel solche Mini-ATX-Gehäuse kaufen, weil man da auch ein bisschen vorsichtiger sein muss, was dann Kühlung und solche Geschichten angeht. Aber grundsätzlich, ne, ein PC, der, der, sag ich mal, von der Hardware besser ist als die aktuellen Konsolen, aber vermutlich geringfügig schlechter als die, die jetzt dann rauskommen, 800 Euro. Wäre Wollte ich so, auch gerade sagen, 800 Wäre Euro so meine, die untere Grenze, glaube ich. Und dann Wenn ganz wichtig Sache Einmal ganz kurz noch wenn du jetzt aber nicht irgendwie Cyberpunk in 4k spielen willst in Zukunft, sondern einfach bloß also dann kannst du auch für unter 500 400 Euro was meinst du nicht? Ach, doch, nee. doch doch ja, doch du es gibt kannst auf jeden Fall gute Budgets PCs wo du, Handler, äh, du du musst nicht ach, 800 Euro ausgeben guck um mal an was du machen willst, ja, genau. warum willst was, du aber achten. es geht ja um ein Gaming PC das ist ja mm. ja wenn du eine Indie Box haben möchtest okay dann würde ich auch sagen kannst du für 400 Euro dir eine zusammenstellen mit der kannst du sag mal alles was normale Indie Spiele aber die Ansprüche sonst werden sind schon werden schon wieder ein bisschen größer. Ich meine, du musst dir die Specs angucken oder die 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 Hardware Anforderungen von den Spielen, die du jetzt vielleicht damit meinst mit den Steam Spielen und dann kannst du dann praktisch gucken mit den Hardware Teilen, die du in deinen PC reinmachen willst und dann kannst du gucken, was du da brauchst. Vielleicht kannst du dann 100 Euro mal bei der Grafikkarte sparen, weil du dir sowieso denkst, okay, dafür reicht es wohl irgendwie erstmal. Und, ähm, oder du gibst halt, wie gesagt, dann einfach irgendwie 1000 Euro aus und bist auf jeden Fall auf der sicheren Seite mit allen Sachen irgendwie so erstmal für die nächsten ein, zwei Jahre. Ähm, ja, ich denke mal, wir werden wir uns auf jeden Fall zur nächsten Woche nochmal irgendwie ein bisschen. Würde bisschen ich auch sagen, können wir uns mal ein ja. bisschen grundsätzlich. Ich finde es sowieso, wir sollten uns vielleicht, können wir ja dann, können wir uns ja vornehmen für nächste Woche, wir können einmal über den Aspekt mit PCs und so weiter reden und wir können auch ein bisschen über äh, die Next-Gen-Hardware reden und wie vielleicht, ich glaube. Wir alle sind entweder interessiert daran, dieses Jahr PCs zu upgraden, neue Oder Hardware ja, neu zu kaufen und wie, äh, wie da unsere Meinungen sind. So Was ist denn, wenn jeder von uns ein PC zusammenstellt dafür? Ah, für die nächste Woche. Halt so. Ja, ja, auf jeden. PC-Konfigurationen und ja, Co. auf verschiedenen Seiten. Jeder von uns macht ein Mini-ATX-PC fürs Wohnzimmer fertig. Mhm. Mini, mach mal du Budget. Mach du mal Budget. Jens macht sein 800 Euro-Ding und ich werde mal gucken, was ich mache. Vielleicht so, mache ich so ein 5000. <laughs> so der, muss mal, der kann halt der auch muss fliegen. Der muss im Wohnzimmer aber auch mit dabei sein. Ne? Ja, der muss Wohnzimmer auch mit dabei sein. Der kann auch fliegen und <laughs> der macht ja auch was, der macht ja auch Bier kalt und keine Ahnung. Aber das, das Wichtigste ist RGB, ne? Also wenn das Ding nicht leuchtet, bunt, <laughs> ja, dann. Ja, damit zahle ich dir nochmal 1000. Drauf. 10%, 10 FPS ist auf jeden Fall die Beleuchtung. <lacht> Easy. <lacht> Uh, ja, ja. Und das mit einem Game, also genau, dann nochmal mit einem Game oder so, so eine Mini-Challenge, ähm, ja, können wir auch nochmal gucken, ob hm. wir da irgendwas finden, hm. aber behalten wir auf jeden Fall im Hinterkopf und dann mal sehen, was wir da machen. Würde ich auch sagen für nächste Woche. Dann, 100 Folgen, Leute. 100 mal, ich habe irgendwie, ja. hab irgendwie das Gefühl, dass, was man jetzt hier sagt, könnte in 100 Folgen in einem Quiz nochmal wichtig werden. Ja, Michi, merkt ihr das? Merkt ihr das. das? Was hast Michi, äh, was war das Erste, was du heute gesagt hast. Wann hast du über deinen Kater das erste Mal geredet? <laughs> ja, wir haben nur über den Kater geredet, als äh, ich hatte aber tatsächlich auch heute wieder leichten. Naja. Ja, bist du sicher? <laughs> hast du nicht am Anfang schon über deinen Kater geredet? Äh, okay, das ich war, weiß nicht, was wie ja, zwei 50 Minuten. <lacht> <lacht> das könnte alles nochmal wichtig werden, weiß man nicht. Äh, es könnte <laughs> alles nochmal wichtig werden. Vielleicht an der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an alle Leute, die hier zugehört haben bisher. An äh, vor allem natürlich an äh, Fuxi. DSA Grobi und äh, den guten Desert Train, die hier Woche für Woche uns immer mit äh, ihren E-Mails erheitern. Ja, vielen Dank dafür. Aber ja. auch an alle stillen Zuhörer. Und auch die an alle stillen natürlich. An die ganzen Lurker, an die ganzen. <laughs> auch großes Dank an alle Bots. Oh ja. <laughs> die Bots, Alter. <laughs> die Views nach oben. Oh mein Gott. Die sollten ja. wir nicht vergessen. Nee, nee, die klar. werden unterschätzt auch oft, finde ich. Ja, ist so, ist so. Schade. Die haben halt auch Gefühle. Hoffentlich nicht. Ja, ähm, <laughs> ich würde sagen, falls ihr Fragen, Anregungen, Kritik an uns habt, schreibt uns eine E-Mail an podcastbitesize.de und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Tschüss, tschüss und bis dann.